Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Episode des F1 Manager 22. Ja, ist eine Weile her, seit der letzten Folge. Aber diesmal wird es ein kleines Highlight geben. Wir werden uns den großen Preis von Monaco anschauen. Und ich starte mal rein. Wir werden natürlich wieder mit Haas weiterspielen, so wie die ganze Saison schon. Läuft ja bisher alles sehr gut für uns. Und ich muss aber nochmal ganz kurz einen Blick reinwerfen, ob ich tatsächlich alles gemacht habe beim letzten Mal. Also wie gesagt, die letzte Folge ist ein wenig her. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr das Ganze so ein bisschen verfolgt. Sind doch noch ein paar andere Projekte, ein paar andere Sachen noch dazwischen gekommen. Aber, ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Oder wie sagt man so schön? Das heißt, nur weil ich etwas später dran bin, heißt ja nicht, dass ich es komplett liegen lasse. Ganz im Gegenteil. Der F1-Manager wird es, denke ich, wieder vermehrt etwas in den Fokus rücken. So, was ich jetzt da... glaube, ich habe doch für das Rennen alles vorbereitet, oder? Für Monaco. Genau, Leistungsvorgaben. Ich gucke da nochmal rein. Qualifying-Rang 14. Zielplatzierung 13. Das ist noch das, was die ganze Zeit läuft. Die Glücksträhne, Qualifying-Rang. Auch hier hätten wir noch so ein Glücksträhne-Dings. Das heißt, wenn wir hier nochmal wieder 14er werden, dann kriegen wir wieder eine halbe Million on top. Ja. Müsste doch hoffentlich machbar sein. Die Autos sollten auch schon aktualisiert sein. Ich hoffe auch. Genau, die Antriebseinheiten habe ich schon wieder ausgetauscht für die Trainings. Und wir hatten auch jetzt, glaube ich, das große Update bekommen beim letzten Mal. Ich gucke nochmal in den Posteingang. Hatten wir da nicht... Frontflügel. Glaube, ich habe das große Update eigentlich schon drin. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir springen mal ins Wochenende rein. Seit 1929 rasen Autos durch Monacos Straßen und dieses Wochenende ist keine Ausnahme. Wir werden sehen, wie die neue Generation von Weltklassefahrern Monte Carlo erobert. Das ist der große Preis von Monaco. Monaco ist berühmt für seine vielen engen Schikanen und Kurven, von der bremslastigen La Rascas bis zur tückischen Saint-Devot. Es gibt keine wirklichen Geraden und es ist extrem schwierig, hier zu überholen. Es klingt einfach, ist aber der beste Angriffsplan. Ein Platz so weit vorne wie möglich in dieser Startausstellung. So früh in der Saison gibt es noch viele Möglichkeiten, die Dinge zu ändern. In diesem Sport gibt es einfach keine Garantie. Na gut, kommen wir zur Sache. Ja, ich bin auf viele Sachen gespannt hier in Monaco. Zum einen, ob das Überholen hier tatsächlich so schwer ist, wie man es aus der Realität kennt. Da ist es ja quasi unmöglich. Zum anderen auch, was die Setups angeht. Normalerweise würde ich behaupten, fahren die Teams hier allesamt maximale Flügel. Das heißt, ich bin gespannt, ob das auch sich hier wieder in einem Manager widerspiegeln wird. Genau, C5, C4, C3 haben wir alles dabei. Und was ich allerdings nicht erwarte, dass drin sein wird, ist, dass die KI wirklich so langsam fährt oder insgesamt alle Autos so langsam fahren, wie sie nur gerade so müssen, um die Reifen zu schonen, um möglicherweise halt nur einen Stopp machen zu müssen. Denn alles über einen Stopp ist, dadurch, dass man überhaupt nicht überholen kann in Monaco, halt komplett kontraproduktiv. Also die Zeit, die du schneller fahren könntest bei freier Strecke, holst du im Leben nicht ein in Monaco. Also auf jeder anderen Strecke ist es besser als hier. Gut, Streckeneingewöhnung, ja, genau. Das heißt, die müssen jetzt erstmal wieder alle von vorne anfangen. Hier sehen wir auch bei Kevin nochmal. Der hat hier Autoteilekenntnis 67%. Ja, warum? Weil er neue Teile drin hat. Muss so sein. Zittervertrauen 0. Leistungsbonus auch eher so. Naja, wir packen mal die harten Reifen drauf. Das ist nämlich so eins dieser Dinge, die ich beim letzten Mal immer so gedacht habe: Mensch, warum nehme ich eigentlich die nicht direkt mal fürs erste Training, dann kann ich halt extrem lang fahren mit den Dingern. So, okay, also die Geraden sind schon mal relativ so nach links verschoben vom Setup. Das heißt, das ist schon ein Indiz dafür, dass man hier ziemlich viel
Deckflügel fährt. Eigentlich hätte ich gesagt, so, ne? So ungefähr. Und ab dann kann man noch so ein bisschen zurückrudern, sozusagen. Kurvengeschwindigkeiten. Ich glaube, ich mache jetzt wirklich einfach mal so, schon mal so ein Extrem-Setup. Und dann können wir nämlich immer noch so ein bisschen zurechtzupfen, wie wir es wieder brauchen. 15 Runden, ja. Genau, Kraftstoffverbrauch eher machen wir so wenig. ERS-Rückgewinnung, wie war das noch gleich? Das kann ich, glaube ich, auf neutral lassen. Wichtig ist in erster Linie mal hier der Kraftstoffverbrauch. Und auch das hier. Dass der Motor möglichst geschont wird. Wir haben ja, wie gesagt, schon arg angeschlagene Komponenten drin. Die guten behalten wir uns dann eben fürs Rennen auf. Auch hier nehmen wir den harten Reifen. Bei MIG mache ich jetzt mal nicht so ein ganz krasses... Da gehe ich mal von einer anderen Richtung vor. Und dann kommen wir einfach mehr Richtung Extrem Setup, sobald es dann soweit ist. So, auch hier stellen wir das noch ein. Das waren die Fahreroptionen, ne? Genau, ja. Okay, und dann können wir schon mal ins freie Training einsteigen. Geht da wieder alles im Setup bauen. Ready check, Kevin. Radio is good. Kriegen wir die gleich raus. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Und dann bin ich mal gespannt. Wir werden uns mal eine Onboard-Runde dann natürlich auch mit Kevin Magnussen anschauen. Beziehungsweise auch erstmal eine Außenkamera-Runde, um uns mal anzuschauen, wie schön schaut denn Monaco hier in dem Manager aus. Optisch natürlich immer eine der ja, interessantesten Strecken. Fahrerisch natürlich auch. Einfach nur, weil du halt hier wirklich nur Wand hast. Also Fehler darfst du hier nicht machen. Und das Qualifying ist an dem Wochenende eigentlich immer das Herausforderndste an allem. Weil du hier wirklich ans Limit gehen musst, um halt möglichst weit vorne in der Startaufstellung zu stehen. Dadurch, dass man nicht überholen kann, ist halt ein guter Startplatz normalerweise auch ein guter Garant eben für eine gute Position in dem Rennen. Sofern man eben selber keinen Fehler macht. Wetter schaut ja alles trocken aus bis hierhin. Muss ich mal gucken, wo denn die ganzen Menüs wieder waren. Hier. Trocken. 35% Regenwahrscheinlichkeit in 3 Minuten. Naja. Wird schon noch trocken bleiben. So, dann gucken wir uns mal an. Also ich bin sehr gespannt. Speziell bei Kevin müssten wir jetzt wirklich einen großen Sprung mit den Autoteilen gemacht haben. Das heißt, von dem erwarte ich eigentlich jetzt schon, dass er dann in der Quali gut vorne reinfahren kann. Also mal zumindest mal locker ins Q3. Aber wir haben auch schon gelernt, Imola, ich kann mich erinnern, Fahrzeugcharakteristik ist auch ein bisschen entscheidend. Und ich weiß nicht, ob der Haas jetzt für Monaco so das allergeilste Auto ist. Das werden wir rausfinden. Monaco auch immer eins, also vor allem früher eins meiner Lieblingsrennen gewesen, was Akustik angeht. Speziell mit den brüllenden V10-Motoren oder den V8-Motoren. Du hast hier halt immer diese krassen Reverb-Effekte gehabt, also dass halt dieser Sound sich halt in den Straßen verfängt und halt nochmal so ein kleines Echo erzeugt. Das ist jetzt bei den V6 Turbomotoren jetzt nicht mehr so krass, aber bei den V10, also wenn man sich so alte Aufnahmen von YouTube zum Beispiel anschaut, aus den Anfängen der 2000er Jahre, richtig geiler Sound, also richtig, richtig geil. So, jetzt haben wir eine
Kamera runter gesehen. Jetzt schauen wir dann nochmal onboard. Gucken uns das mal an. Theoretisch hier auch ziemlich viel Lift and Coast eigentlich zu erkennen. Ob das jetzt so gewollt ist. Und vor allem die Ideallinien sehen hier sehr willkürlich aus. Aber das ist bei dem Spiel halt so, ne? Es gab zwischenzeitlich auch schon mal wieder ja, große Diskussionen um das Spiel, habe ich mitbekommen. Zumindest gab es auf Steam mal ein Posting. Die Entwickler hatten ja mal gemeint gehabt, ja, so viel Zeit werden die da nicht mehr rein investieren wahrscheinlich, was das Patchen angeht. Dann gab es natürlich auch gleich mal eben großes Feedback dazu, dass die Leute, die sich das gekauft haben und mit dem Spiel noch nicht so ganz happy sind, ja sehr unzufrieden über die Aussage waren. Die Entwickler haben das Ganze dann wieder so ein bisschen zurückgezogen, gemeint, ja, so war das ja nicht gemeint. Sie werden nochmal was bringen. Speziell was das Anleppen hinterm Safety Car angeht. Das heißt, wenn man überrundet ist, dass die Autos sich dann wieder zurückrunden dürfen, wenn Safety Car auf die Strecke kommt. Und auch der DRS-Train soll entschärft werden. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil speziell das mit einem DRS könnte das Spiel nochmal komplett auf den Kopf werfen. Wenn das plötzlich eben nicht mehr so krass ist vom Effekt her. Also bin ich sehr gespannt, wie sich das auswirken wird und wann der Patch kommt. Wir sind jetzt gerade so Anfang November. Soll im November irgendwann auch der Patch kommen. Das heißt, ich gehe mal stark davon aus, dass wir da in den nächsten 1, 2, 3 Rennen irgendwann auch den Patch haben werden. Und möglicherweise das Gameplay sich dann nochmal fundamental ändern. So, wieso sind die Reifen warm? Was ist denn bei euch los? Ach, das war, glaube ich, das Problem bei den harten Reifen, ne? Dass die wärmer werden als die anderen. So, jetzt haben wir ein bisschen Eindrücke von Monaco gesehen. Wir werden auch noch sehr viel mehr bekommen in der Quali und im Rennen. Aber, da die Rennen ja immer so lang dauern, gehen wir jetzt einfach mal in den Speed-Modus. Und schauen mal, dass wir einfach die Setups hinbekommen. 15 Runden sind ja an sich ja immer relativ kurz. Dadurch, dass die Rundenzeit ja, man sieht es hier, nur bei 1,14 ungefähr liegt. 1,15, 1,13, je nachdem. Und dementsprechend sind 15 Runden auch schnell gefahren. Ist ja auch eins da drinnen, die meisten Runden, ich glaube, das ist sogar das Rennen mit den allermeisten Runden pro Rennen. 78, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und statistisch gesehen, es ist die einzige Ausnahme im Kalender, die nicht über 300 Kilometer geht. Also die Strecke, dadurch, dass diese ganzen Kurven die Durchschnittsgeschwindigkeit so nach unten drückt, fahren die Fahrer hier nur 270, 260 Kilometer? Ich weiß es gar nicht. Aber weniger als 300 ist tatsächlich wirklich so ein Ausreißer im Kalender. Ja, meine beiden Fahrer aktuell noch ganz hinten zu finden, aber sie fahren ja auch nur im Schongang rum mit dem härtesten Reifen. Mit, ja, eigentlich schrumpfen sie nur Kilometer gerade. Mehr machen sie nicht. Achso, 16-fach haben wir auch noch. Wie gesagt, ist schon eine Weile her, ja. Das Ding am Manager ist halt einfach immer, es frisst so unglaublich viel Zeit. Ja. Da muss man sich tatsächlich immer bald so, hoppla, neu konfigurieren. Ist er schon wieder da? Wie viel Feedback haben wir denn im Setup? Einen nicht so wirklich viel, oder? Dann denke ich gleich mal wieder, gehen nochmal für 20 Runden raus. Da schon her, Traktion, Kurvengeschwindigkeit sind schon mal optimal. Geraden wissen wir noch nicht. Also hat er schon von 4. Moment, dann brauche ich glaube ich aber nicht so viele Runden. Naja, egal. Ich lasse ihn draußen und hole ihn dann einfach rein, wenn. Ja, wenn er halt sagt, alles klar, okay, Feedback, ne? Ist okay oder nicht okay. Das Ganze müssen wir für Mick natürlich auch noch machen. Bei dem sieht man gleich schon. Ich glaube, da kann ich tatsächlich auch schon mal hier auch in die Extremen gehen.
Will Mick vielleicht ein bisschen... Naja, egal, wir lassen das mal so. Und bei dem packen wir auch gleich mal 20 Runden drauf. Oder machen wir mal 21, weil Mick braucht ohnehin immer ein bisschen länger, bis er Feedback liefert. Es gibt... eine... Yellow Flag. Hoppla, wieso fährt er dich los? Es gab einen Unfall, klingt nach nur einem Wagen. Sehen wir uns das mal an. Ein Blick auf den Red Bull. Und da geht's schon los. Ja, das gut. Ist ein großer Ausfall. Da sind wir wieder dabei. Und das Team hatte so große Hoffnungen. Was für eine Schande. Dass die Ausfälle, Kollisionen, Ausrutscher wenig realistisch sind im Spiel. Virtual Safety Car. How's the balance? I'm happy here. Ah. Kevin ist schon wieder fertig. Können wir Kevin auch schon mal wieder in die Box holen, wenn er mit seinem... Was ist denn nun wieder? Ach, Virtual Safety Car bald zu Ende. Ja, das ist schön. Also. Heißt, wir können sogar ein bisschen Flügel rausnehmen offensichtlich. Zumindest für die Geraden. Interessant wird es jetzt bei der Traktion. Die war ja eigentlich schon optimal. Jetzt habe ich mich, glaube ich, wieder total. Moment. Gehen wir wieder zurück. Was ändere ich jetzt, damit die Traktion sich nicht ändert? Aber Bremsstopp. Eigentlich kann ich doch nur noch am Camper so ein bisschen was arbeiten. Sehr interessant. Eigentlich müsste ich ja hier die Flügel noch ein bisschen ändern. Das ist jetzt sehr interessant. Soll ich denn hier das ändern? Machen wir mal so einen kleinen Schritt. Gucken mal, was der bringt. Dauert natürlich jetzt auch wieder entsprechend lang. Die Reifen halten halt ewig hier. Ne? 85% auf den harten Reifen, nachdem die jetzt schon 17 Runden gefahren sind. Theoretisch könntest du wahrscheinlich mit dem Ding komplett durchführen, ohne einmal in die Box zu gehen. Auch da gibt es ja so Strecken, die sind halt einfach so reifenschonend. Was machen unsere Komponenten? 43 Getriebe, 26, also das erste Getriebe ist bald auch wirklich durch. Bei Mick sieht es ein bisschen besser aus, aber Kevin hatte ja natürlich auch in Bahrain schon mal den Crash. Ja, Verstappen ist tatsächlich ausgefallen, ne? Also da fährt nichts mehr. Das Auto ist Schrott. Interessant, dass Mick gerade halbwegs vorwärts kommt mit seinem Feedback und Kevin irgendwie gar nicht. Unfall auf der Strecke. Kevin war es schon mal nicht, der fährt noch. Mick sehe ich auch noch auf der Map. Es gab einen Unfall. Sehen wir uns das genauer an. Wieder Kurve 1. Da haben wir Alpine.
Nope. Normalerweise bremst Balance weiter nach vorne und die Leute untersteuern eigentlich in die Auslaufzone rein. Anders eher selten der Fall. And how is the like grip and balance? Ziemlich gut. Okay. So, Kevin braucht noch ein paar Runden. Reifen lassen wir drauf. So, er sagt, geraden optimal, Kurvengeschwindigkeit großartig. Ja, da müssen wir aber noch ein bisschen wieder in den Balken reinkommen. Übersteuern auch großartig. Traktion schlecht. Also machen wir den Frontflügel vielleicht mal ein bisschen runter ein. Geschwindigkeit auch nochmal einen Klick runter. So, die Bremsstabilität, sagt er, ist nicht so gut. Ich könnte es natürlich mal so probieren. Bremsstabilität aber wieder nicht so. Na gut, da kann ich jetzt natürlich mit dem. Wie hätten wir es denn gern mit? Eher mehr wahrscheinlich, oder? Eher mehr. Ich pack's mal hier auf 65. Kevin wird auch gleich nochmal Feedback liefern. Aber ich glaube, den kriegen wir dann auf jeden Fall nächstes Mal auf die Strecke. Ach, der kommt schon wieder rein. Na, holla. Optimal, großartig, optimal, großartig. Ja, schön. Eigentlich willst du hier schon gar nichts mehr großartig verändern. Es wäre halt noch schön, wenn ich irgendwie sehen würde, was optimal mal war. Weil höchstes Vertrauen ist halt nicht das Beste. Ach, das Beste ist grün. Das Beste war grün. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Wie kriege ich jetzt die Geschwindigkeit auf den Geraden ein bisschen? Also ich kann halt nur diese riesigen Schritte machen hier. Ach, der Frontflügel bringt auch nur ein ganz klein wenig. Gut, dann könnte man natürlich das probieren. Ich denke, die werden jetzt nicht mehr fertig werden bei Kevin. Und das erste Training haben wir dann auch schon geschafft. Ja, gerade so. Mick fährt noch. Ja, auf die Zeiten darf man jetzt wie gesagt nicht so viel geben. Das ist alles im Schongang gefahren mit sehr gebrauchten Komponenten.
Auffällig ist natürlich wieder die 16. Unterschied zwischen Magnussen und Mick. Aber auch da, wir haben unterschiedliche Komponenten drin. Magnussen hat ein großes Update. Mick eher nicht so sehr. Deswegen ist auch da der Abstand wahrscheinlich ein bisschen größer als normal. Zeigt aber dann auch, also 6-10 auf der kurzen Strecke ist schon ziemlich viel. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das Upgrade hat auf jeden Fall mal mindestens mal so 1, 2, wenn nicht sogar 3 Zehntel gebracht. Das mit dem Wetter und mit den Lichtstimmungen, das passt auf jeden Fall bei dem Spiel. Das ist wirklich schön gemacht. Cool wäre es noch, wenn die sich jetzt mal in die Startaufstellung stellen würden, so für so Trainingsstarts. Das fehlt halt noch so ein bisschen. So diese ganz optionalen Sachen, die man halt in der Formel 1 so sieht. Das bin ich gespannt, ob sie das irgendwann noch reinbekommen. Also ich denke mal, ähnlich wie bei den normalen Codemasters Formel 1 Spielen, ist der 22er Manager ja nun Auftakt. Das wird sicherlich jetzt auch so. Checo mit der schnellsten Runde, dahinter die beiden Ferrari und dann Bottas auf 4. Ja klar. Nick de Vries fährt den Mercedes. Moment mal, Nick de Vries fährt den Mercedes. Was ist da denn los? Und vor allem, im ersten Einsatz direkt mal schneller als Lewis Hamilton. Okay. Hat sich Russell verletzt? Oder machen die das? Gut, das ist noch alles wenig aussagekräftig. Können wir eigentlich direkt weiter. Ja, alles trocken. Samstag, Sonntag. Na, schau mal an. Das ist schon mal optimal. Den Rest lassen wir so. Und gehen jetzt mal auf einem der Medium-Reifen. Und auch da gleich wieder 20 Runden. Und dann sind wir eigentlich bereit. Dann können wir ins zweite Training gleich mal rüberspringen. Sieht ziemlich düster aus. Sehr schattig. Sag ja, das mit der Lichtstimmung haben sie wirklich sehr schön angefangen. Dadurch, dass die Zeit sich quasi nach vorne schiebt, hast du dann auch ganz andere Sonnenverhältnisse oder halt eben teilweise auch insgesamt Wetterverhältnisse. Das Einzige, was zumindest mal, ich glaube, das ist im F1-Manager auch genauso ein Problem, wie das damals im Motorsport-Manager war. Dass du teilweise Sessions hast, die direkt hintereinander liegen. Keine Ahnung, Q1, Q2. Im Q1 pisst es wie Sau. Und dann wechselst du rüber zu Q2 und die Strecke ist wieder furztrocken. Das ist halt so ein Ding, wo ich mir halt denke, okay, speichert euch halt bitte irgendwie die Streckenverhältnisse. Übernehmt ihr ins Q2, zieht ein paar Prozent meinetwegen ab, weil Wasser verdunstet und lass da weiterfahren. Aber realistisch ist es ja nicht, dass ich von 100% nasser Strecke plötzlich auf 0% nasser Strecke gehe. Das ist Quatsch. Absoluter Bullshit. So, Russell fährt es übrigens wieder. Das heißt, Nick de Vries ist nur im ersten. Okay, der Mercedes war mal definitiv in der Wand. Der Frist war also nur der Freitagstester im ersten Training. Auch da gibt es ja eine Regel. Die Teams müssen eigentlich zwangsweise immer mal einen Fahrer in freien Trainings einsetzen. Also ich glaube zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr. Aber die Regel ist doch sicherlich nicht abgebildet hier. Das würde mich stark wundern.
Währenddessen, wir speeden mal wieder hoch. Wenn ja, müsste ich mal einen Testfahrer irgendwann nochmal reinbringen. Den Pietro Fittipaldi. Der ist in der realen Formel 1 ja auch schon ein paar Rennen gefahren. Als Ersatz für Romain Grosjean. Unter anderem. Und eben auch die Testfahrten nach dieser Geschichte mit Mazepin. Es gab einen Unfall auf der Strecke. VSC, VSC. Copy. Wieso wollen die jetzt in die Box? Ist doch Quatsch. Tsunoda hat das Auto zerlegt. Klingt nach einem Unfall. Sehen wir es uns an. Sieh mal einer an. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Das ist ein Ausfall, ein großer Ausfall. Das ist wiederum jetzt nicht so ein ganz unrealistischer Unfall. Ich glaube, sowas Ähnliches hat man auch schon bei Felipe Massa gesehen. Das war ein herber Schlag für das Team. Es kann ihre Gesamtchancen wirklich beeinträchtigt haben. Sammeln die eigentlich auch so Feedback in einem Safety Car? How's your read on the balance and things? Feels very good in the car. Ja, okay. Gut, dann kommt doch mal bitte in die Box. Wie ich ein Train im Herz ziehe. Ach ja, okay. Offensichtlich ist das Überholen hier wirklich nicht so easy. Großartig, gut, optimal, gut, optimal. Also wir sollten an den Flügeln gar nichts mehr ändern. Übersteuern. Ja, das ist ja witzig. Die Kurvengeschwindigkeit kriege ich gar nicht mehr, oder? So, jetzt kriegen wir die Traktion hier, die Bremsstabilität. Genau, das können wir hier nochmal steuern. Ich packe ihm jetzt mal ein bisschen mehr rein, um einfach mal an die Kante dazu kommen. Und dann geht's weiter. Etwas Verschleiß im Getriebe, ja. Mal sehen, wie weit sind wir denn schon runter? 24. Naja, gut. Dann mal dieses freie Training und vielleicht auch das nächste, das kriegen wir noch hin, denke ich. Danach müssen wir auf jeden Fall dann mal wechseln. Also ich meine jetzt dieses Wochenende und nächstes Wochenende. Na komm, Kevin, möchtest du vielleicht auch mal wieder 5 Punkte haben in deinem Feedback? Er hat es jetzt nicht geschafft, oder? Zumindest mal 95% haben wir schon mal. Ist aber optimal, also bei dem weiß ich jetzt nicht, wie ich da noch, da ist noch mehr, also Bremsstabilität kann ich mir vorstellen, okay, dass wir hier auch da noch ein bisschen mehr reingeben vielleicht.
Viel wird es aber nichts mehr brauchen. So, übersteuern. Vielleicht ist es schon ausschlaggebend. Das ist ein bisschen. Also, aber glaube ich, ein bisschen nach rechts gewandert, ne? Komm, dann. War nochmal 22 Runden. Ich hätte ganz gerne schon mal wieder so ein 100% Setup, das wäre schon cool. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, die ich mir gerade stelle. Kann man das denn überhaupt immer in jeder Situation erreichen? Oder sind da möglicherweise auch die Autoteile ein bisschen dafür verantwortlich, wie weit ich mit meinem Setup, sage ich jetzt mal, spielen kann? Also die Balken verschieben kann. Es könnte ja theoretisch sein, dass ich die schnellste Konfiguration in Monaco hätte, wenn ich halt noch mehr Downforce hätte. Das aber eben mit den Flügeln, so wie ich sie habe, halt möglicherweise gar nicht habe. Oder erreichen kann. Oder ist das perfekte Setup immer in Relation zu den vorhandenen Autoteilen zu sehen? Kann ich so leider auch nicht beantworten aktuell. Unfall. Gut. Ich hab gesagt, gut. Das war ein Unfall. Gefällt mir. Oh, das ist der zweite Alpha Tauri. Sieh mal einer an. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Ja, doch, das ist realistisch. Dieser Unfall ist fürchterlich für das Team. Das kenne ich sogar selber, als ich noch die Codemasters Games gefahren bin. An der Ecke, Eingangstunnel, also Ausgangs der Kurve vorher, mit dem Hinterrad rechts innen angeditscht. Und dann halt, ja, dreht's einen halt weg. Beziehungsweise zerstört man sich halt die Hinterachse. Kenne ich. Also mir kommt es gerade wirklich so vor, als wenn Mick hier schneller ist mit dem Feedback heute. How was the balance? Yeah. Perfekt. That was great. Really good. Super. Okay, understood. Bin gespannt, ob das auch so sich widerspiegelt jetzt gleich im Setup. Jetzt sind schon 15 haben wir. Tatsächlich, wir haben nur die Kurvengeschwindigkeit auf großartig. Wenn ich die jetzt noch ein bisschen hochdrehe. Probier's mal so. Das wäre wirklich ein Extrem-Setup. Und damit hätte das Spiel tatsächlich geschafft, das abzubilden. Ich packe ihn jetzt mal auf den Softreifen. Falls wir noch rauskommen. Ich möchte ja schon mal sehen, was die normalen Zeiten dann so wären. So, Kevin, kriegst du noch deine 5 hin? How's the balance? It's great. Nick ist tatsächlich nochmal eine Runde gefahren auf den roten Reifen, weil er jetzt auf einem Zehntel dran ist. Das heißt, die bringen ungefähr wieder eine halbe Sekunde die Reifen. Ja, Max aus dem Stand heraus wieder schnellste, so kennen wir ihn. Beide Red Bull vor beiden Ferrari. Mal gucken, ob das im Rennen auch so ist. Mercedes sind eine Sekunde weg. Kann auch Lewis Hamilton wieder vor Russell sein. Jetzt, wo Nick de Vries nicht mehr fährt, hat er seinen Teamkollegen erstmal im Griff.
Alonso auf 6, Gasly auf 7, trotz Unfall. Bottas, also beide, Alfa Romeos auf 9 und 10. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Nach dem Training geht es ins Qualifying, wo der Kampf um die Pole ausgetragen wird. Training 3 bietet den Teams eine letzte Chance, ihre Setups zu optimieren, während die Fahrer jede Kurve der Strecke einstudieren. Sobald das Qualifying läuft, bleibt keine Zeit mehr zum Nachdenken. Die Fahrer treten gegeneinander an, um mit der Startaufstellung nach oben zu klettern und sich eine gute Ausgangsposition für das morgige Rennen zu sichern. Erfahren Sie hier, wer sich auf der größten Bühne des Motorsports behauptet. So, ja, ziemlich düster Fischer, gell? Haben wir es gesehen? Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal den Soft fahren. Die anderen Reifen sind schon mehr oder weniger weg. Genau, da haben wir noch das alles eingestellt. Dann wieder die 21 Runden. Wieder minimieren. Kevin ist so gar keinen Softreifen gefahren. Hat trotzdem nur noch 4 Sitze. Hey. Okay, die Bremsstabilität da weiter ist schlechter. Da waren wir schon mal besser. So. Check Kevin. Radio is good. Witzig, wie sie halt immer Kevin fragen, ne? Und nie Mick. Das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in der realen Formel 1 wieder. Der arme Mick, das etwas ungeliebte Kind bei Haas. Obwohl Haas insgesamt halt einfach auch speziell in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr wirklich punktfähig ist. Oder wenn sie sind, dann macht halt auch das Team oft genug viele Fehler. Ich sag nicht, dass die Leistungen von Nick immer überragend sind. Aber er kommt schon deutlich schlechter weg, als es sein müsste, oftmals. Genau, jetzt musst du wieder auf denselben Reifen fahren, ist der Abstand wieder bei 7,10, ne? Ui, das ist aber schon viel. Das ist schon viel. Ja, und Monaco ist halt, muss man dazu sagen, auch eigentlich eine Strecke, die gehört nicht mehr in die Formel 1. Zumindest nicht in die Formel 1, so wie sie jetzt existiert. Die war schon Ende der 90er Jahre extrem kritisch, wobei dann halt immer noch, ich sag mal, durch diverse Ausfälle immer noch spannende Rennen zustande gekommen sind. Ich sag noch 96, 97, 96 der Sieg von Panis mit, ich glaube, 4 Autos, die ins Ziel gekommen sind. 97 der unfassbar überragende Sieg von Schumacher. Damals Michael Schumacher noch. Im Regen. Beide Rennen ja im Regen stattgefunden. Und ich glaube, ich habe es vor einem Jahr oder so, das 97er Rennen nochmal gesehen gehabt. Und meine Güte. How is the balance? How's the balance? Traction was basic. Okay, understood. Sehr gut. Dann kannst du wieder rein. Ja, meine Güte. Hat der Michael damals die anderen alle gebuttert. Das war schon wirklich eine Machtdemonstration. Oh, 100%? Okay, also Mick ist bereit fürs Rennen. Der bräuchte jetzt noch ein bisschen Streckeneingewöhnung. Deswegen lassen wir den Reifen drauf und fahren einfach noch ein bisschen. Also wirklich halt der Extremste dabei. Nur die Stabilisatorverteilung ist nicht am Limit, ansonsten ist alles auf Anschlag.
Oder kann jetzt einen Long Run fahren. Achso. Dann machen wir jetzt hier 25. Fühlt sich toll an, ist noch nicht perfekt. Also, was haben wir denn bei Kevin noch nicht richtig? Was ist denn da los? Jetzt sind wir wieder nur bei gut. Ich werde hier immer schlechter. Und vor allem, das passt doch jetzt auch gar nicht, oder? Da habe ich das höchste Vertrauen, aber eigentlich möchte ich doch... Das ist doch nicht so, wie ich es wollte. Das ist 95%. So. Bremsstabilität war in beiden Richtungen. Ist da zwischendrin Lass? War schon mal besser, oder? Also. Da hinten war es nur gut. Interessanterweise bei Mick ist es ja halt wirklich komplett auf Anschlag, ne? Also bei dem haben wir ja wirklich alles so. Aber das ist halt für Kevin nicht passend, weil da sind halt die ganzen Balken. Moment mal, wenn ich das jetzt hier so mache, bin ich halt bei der Bremsstabilität raus. Und vor allem auch bei der Traktion. Ich experimentiere jetzt gerade noch mal ein bisschen. Also im Zweifelsfall haben wir ja ein 95% Setup. Das ist jetzt da in Rundenzeit ausgedrückt wahrscheinlich nicht so viel langsamer wie das, was Mick hat. Also vor allem macht das auch keine 7 Zehntel aus. Nie im Leben. Ja, letzte Chance jetzt, ne? Letzte Chance. Entweder es passt oder es passt jetzt halt nicht. Bevor wir dann zum, ja, interessanten Teil des Wochenendes kommen. Immerhin, Kevin hat jetzt auch die Streckeneingewöhnung fast auf 100%. Bei Mick braucht man noch ein bisschen, aber das geht auch vorwärts. Fahrzeugkenntnis ist halt noch nicht so der Burner, das wird sich dann hoffentlich im Rennen dann legen. Also wir können, ja doch, der wird auf jeden Fall noch die 100% erreichen, oder? Ja, der ist nämlich gleich schon da. Dann können wir ihn reinholen, dann brauchen wir nämlich bei ihm nämlich gar nichts mehr machen. Dann soll er jetzt einfach nochmal 8 Minuten chillen. Und Kevin...
könnte nochmal die 5 erreichen. Unfall auf der Strecke. Also Mick war es nicht. Und Kevin fährt ja auch noch. Gerade hat sich ein Unfall ereignet. Und wieder Gasly. Ohohoho. Der Helmut Marko wird toben. Oder Franz Toast. Und wieder dieselbe Kurve. Ich glaube, es gibt auch nur Unfälle in dieser Kurve. Ich habe noch nichts anderes gesehen. Ja, ich glaube, der wird da nächstes Mal ganz fertig werden, oder? Doch. Kev, how's the balance? I'm happy here. Ach, wieder nur toll. Ich bin enttäuscht. Offensichtlich ist Mick Schumacher einfach ein bisschen flexibler, was Setups angeht. Ja, Kevin ist halt mehr so ein Typ wie ich im Sim-Racing. Ja, wenn nicht alles perfekt ist, dann ist man einfach nicht wirklich happy. Setup-Vertrauen 88. Na hoppala. Da müssen wir, glaube ich, wieder zurück auf 95. Wobei Vertrauen ist nicht Geschwindigkeit. Jetzt müssen wir die Autoteile ändern. Kommt nämlich wieder ein guter Motor zum Einsatz. Das ERS, das lassen wir drin. Das passt. Getriebe. Und jetzt auch wieder das zweite. Da brauchen wir gar nichts ändern. Das passt soweit. So, bei Kevin. Wir packen erstmal... mal. Uiuiuiuiui. Also einfach mal so das Setup kopieren, wie das, was Mercedes normalerweise in der richtigen Formel 1 oft erstmal macht. Oder auch andere Teams natürlich. Hat hier jetzt bei Kevin nicht so gut funktioniert. Also die Geraden sind optimal. Übersteuern ist auch optimal. So, jetzt haben wir die Kurvengeschwindigkeit. Ja, das Ding ist halt... Ja, ich setze es zurück. Weil, wenn ich jetzt da wieder teste, das bringt halt gar nichts. Cooldown-Runde einbeziehen. Hm. Ist jetzt das wichtige Setup? Wir haben nur 3 Ritter. Ja, okay. Ich hätte immer gedacht, wir hatten eigentlich 4 Sitze fürs Quali. Parkfirmenregel, Warnung, dass die letzte Gelegenheit, das Auto-Setup vor dem Rennen anzupassen. Ja, das stimmt. Weil ich das, wenn ich das Auto jetzt mit der Qualifikationsspezifikation. Also, sobald ich das Auto ins Qualifying rausschicke, gilt Parkfirmen. Steht ja auch da. Wieso erzähle ich das eigentlich, wenn es eh da steht? Könnt ihr auch lesen. Okay, gut, dann werden wir mal ins Quali starten. Und ich lass meine Autos gleich mal raus hier. Bevor ich irgendwas anderes mache, lass die gleich mal raus. Bevor hier wieder ein Haufen Traffic irgendwie rauskommt. Lieber schon mal eine freie Runde gefahren, als dann wieder die Streckenbedingungen um 0,0005% besser zu sein. Ich hoffe nur auch, dass die jetzt dann wirklich vor jeglichen Traffic rauskommen. Es fahren schon mal andere Autos auch raus. Wir werden viele Runden fahren müssen, nehme ich jetzt an.
Aber ich denke mal, wenn wir Q1 überstehen, F1 Fantasy. Ach, das ist doch auch wieder irgend so ein. Ist das nicht irgendein Mobile-Game? Fantasy irgendwas? Wo man sich selber so sein Wunschteam zusammenstellt und dann halt guckt, wie die einzelnen Komponenten am Wochenende performen? Nein, da gab's mal was. Ja, also, wenn wir Q1 überstehen, dadurch, dass es eine kurze Strecke ist, sollte es dann besser werden. Oh, okay, da fährt doch einer vor mir raus. Das ist doch irgendein Ferrari, oder? Entweder ein Ferrari oder ein Alfa Romeo. Der kommt natürlich wieder richtig gut. Da hoch. Eigentlich noch eine Stelle, wo man noch Autos vorbeilassen kann. Aber das wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Ne? Ja, der steht mir jetzt natürlich mitten im Weg rum. Ach, ich liebe meine KI in F1 Manager. Ich liebe meine KI. Und der Mick ist ja auch nicht so weit weg. Das heißt, der wird gleich auch noch da hinten auflaufen. So hat ein Ferrari gleich mal zwei Runden kaputt gemacht. Das ist perfekt. Es ist einfach nur perfekt. Jetzt machen wir schön die Runde von Mick kaputt, komm. Wir gucken mal bei Mick zu eben. Also Mick hat auch noch halbwegs Glück gehabt. So, jetzt kannst du auch gleich mal den aufhalten hier. Was sind wir denn gefahren? 1.12.6. Ja, guck mal an hier. Oh, jetzt können wir auch schöne Ferrari aufhalten hier. Jetzt. Ja, natürlich. Meiner lässt wieder... Ah, da kriegst du echt die Krise. Da kriegst du echt die Krise. Dass die gegnerische KI so eine Scheiße machen kann und meinen halt einfach so ganz brav Platz macht, ne? Na komm, dann fahr in die Box, dann hole ich euch gleich wieder raus. Also wenigstens hat Mick schon mal jetzt eine halbwegs vernünftige Zeit. Ich würde, glaube ich, Kevin einfach mal auf zwei schnelle Runden fahren lassen. Understood, understood. Reifen lassen wir drauf. Setup lassen wir. Wie ist denn das jetzt? Muss ich hier mehr Sprit reinpacken? Oder macht er das automatisch? Ich glaube, der macht das automatisch, hoffe ich jetzt mal. Wir probieren es mal. Ansonsten hat er ja wenigstens die eine Runde. Beim Mick müssen wir, glaube ich, nicht so konservativ sein. Der fährt einfach wieder so seine eine Runde. Die Runde von Gasly hat auch nicht so gut ausgesehen. Er ist halt so lächerlich. Ja? Leclerc hat jetzt meine beiden Fahrer aufgehalten und selber fährt er aber halt die schnellste Runde hier. Die ihn halt locker ins Q2 bringen wird. Da kriegst du halt echt die Krise hier, wenn du sowas siehst. Ich befürchte, das wird auch mindestens mal in dieser Version des Spiels, also vor 23, nicht mehr gepatcht werden können, dass die KI da besser ist. Ich meine, dass Monaco eine Strecke ist, wo man sich gegenseitig viel im Weg rumsteht, ja. Aber so, nein. Aber nein. Weil wenn du halt gar keine realistischen Zyklen fahren kannst, sondern halt immer
schon guckst, einfach nur eine freie Runde zu kriegen. Okay, sehe ich irgendwo, wie viel Sprit er dabei hat? Ich meine, wichtiger wäre es mal zu sehen. Er hat jetzt möglicherweise eine freie Runde. Ja, da vorne ist doch schon wieder irgend so ein langsames Auto, oder? Wer fährt denn da noch? Ocon? Ocon fährt da. Ja, der fährt auch nicht schnell. Wir werden gleich wieder auflaufen. Ja, das ist eine neue schönste Runde. Ja, super. Jetzt hängt er halt gleich wieder im letzten Sektor wieder vor uns da. Warum verlangsamt die KI da nicht einfach mal auf dem geraden Stück? Ja, vielleicht geht's noch aus? Das ist ähnlich wie bei Mick, ne? Oh ja, das geht sich bei Magnussen tatsächlich noch aus. Sehr schön. Platz 4! Damit müsste er auf jeden Fall mal safe in Q2 sein, dann kann ich ihn eigentlich auch direkt reinholen. So, mal sehen, wie die Zeiten bei Mick aussehen. Hat sich nie nichts geändert. Oder? 1.12.5 war die letzte Runde. Ich schau mal ganz kurz, ob ich da noch irgendwo einen Rundenverlauf da von Mick. Ah doch, ist ein bisschen schneller gefahren. Zehntel. Gut, also Kevin ist auf jeden Fall mal in Q2, da lege ich mich fest. Das hat also hingehauen. Bei Mick. Wir haben Tsunoda hinter uns, wir haben die beiden Williams hinter uns, wir haben Gasly hinter uns. So, wir sind noch nicht gefahren. Wir hätten jetzt noch... Verstappen Sainz werden auf jeden Fall vor ihm landen. Oder das Show vielleicht. Vettel und Stroll. Na, müssen wir mal gucken, was das Auto hergibt bei denen. Das ist so eine Wundertüte. Könnte reichen. Aber auch heftig, wie weit die Williams hinten dran sind. 2,9, 3,5 Sekunden. Und ich denke mal nicht, dass die so krass aufgehalten wurden. Copy that, Mick. And white line, white line. Nur ist auch der Williams grundsätzlich, auch historisch gesehen, nie ein Monaco-Auto gewesen. Oder schon sehr, sehr lange nicht mehr. Auch da wurde eben noch so 2014, 2015, also mit Einführung der Hybrid-Ära, war ja auch da schon der Williams richtig mies. Weil der halt immer auf effiziente Aerodynamik ausgelegt war, mit viel Topspeed und der, deswegen lief der halt auch immer auf Strecken, wo es halt genau darauf ankam, extrem gut. Zum Beispiel Österreich oder eben auch Silverstone war auch so ein Ding, was ja dann immer ganz gut lief. Aber bei Kurven, ja, eigentlich Massa und Bottas, die damals eben noch Williams gefahren sind, immer in Q1 raus. Wenn es hoch kam, mal ins Q2 vorgerückt. Aber ansonsten ging da gar nichts. Und es hat sich seitdem so ein bisschen durchgezogen. Also der Williams halt immer, da versucht man viel Hochgeschwindigkeit zu generieren. Das funktioniert auf einigen Strecken auch. Deswegen haben die auch dieses Jahr schon hier und da mal Punkte geholt. Weil sie dann einfach auch schwer überholt werden können auf den Geraden. Und natürlich auch den Leistungen der Fahrer zuzusprechen, also speziell Alex Albon. Aber auf Kurvenstrecken, ist der Williams halt, naja, wirklich Schlusslicht, muss man so sagen. Jetzt gucken wir mal, was Vettel macht. Dass ich mal einen Indikator bekomme, ob ich jetzt Mick nochmal rausholen muss oder nicht. Ja, das sieht gut aus, also 7 Zehntel, das wird er wohl nicht mehr holen. Und Stroll ist meistens, glaube ich, auch nochmal einen Tick langsamer. Bleib doch mal weg da, Mensch. Um das Fenster. So was Blödes aber auch.
So, Stroll war tatsächlich langsamer. Nummer 13, ne? Ja, ich würde sagen, da brauche ich nicht mehr rausfahren. Die beiden sind safe durch. Können wir das Q1, glaube ich, einfach nur vorspringen. Ich meine, er ist zwar jetzt nur 14. aber 6 Zehntel nach hinten. Das ist schon safe, würde ich sagen. Bottas hat sich wieder vor den beiden Mercedes einsortiert. Fahrt mal bitte wieder an die Box, ihr seid eh schon fertig. 8 und 15, so, das heißt, es hat sich tatsächlich noch der Gasly noch nach vorne geschoben. Der hat nochmal eine richtig gute Runde erwischt. Ja, dann gehen wir ins Q2. Und da reduziere ich erstmal wieder auf eine Runde. In der Hoffnung, dass wir dieses Mal... Wieso hat er jetzt wieder nur... Hat er das Setup nicht übernommen? Hat er jetzt wirklich das 88%... Ach Spiel, muss es sein? Ich habe es zweimal eingestellt. Zwei fucking Mal eingestellt, dass er das 95%... Naja, egal. Es wird nicht so viel ändern. Okay, radio check again, Mick. Und dann nehmen wir mal den neuen Satz. Nehmen wir mal neuen Satzreifen hier gleich mal. Bei Mick auch gleich nochmal. Und dann. Fahren wir doch gleich wieder raus, also Q2 müsste jetzt theoretisch mehr Platz sein. Bei mir lasse ich jetzt glaube ich mal ein bisschen Platz hier. Dass wir nicht wieder beide Fahrzeuge direkt hintereinander haben. So. Ich denke nur im Red Bull kann ich eigentlich safe rausfahren. Der wird eh schneller sein. Und dann gucken wir mal unseren Glücksritter dazu. Unseren dänischen. Der eine Ferrari fährt auch jetzt schon mal auf die Strecke. Das sollte mir, denke ich, jetzt nicht in die Quere kommen. Das ist jetzt doch ein gutes Eck weg. So, jetzt kommt wieder ein McLaren. Ach, mir schwant Böses. Mir schwant Böses. Also der McLaren sollte auch noch gehen. So, Daumen drücken, dass jetzt nicht noch irgendein Punkt sich bewegt. Das sieht gut aus. Okay, also. Das sollte halbwegs freie Runde geben. Mal gucken, ob der McLaren nochmal interessant wird, aber wenn dann wahrscheinlich hinten raus im dritten Sektor. Bei Mick, der hat eine freie Runde. Das kann ich so mal sicher sagen. Grad Streckentemperatur sehe ich gerade. Okay, das ist ein Wort.
glaube auch die Runde von Kevin müsste jetzt eigentlich safe sein. Im letzten Sektor zieht auch die KI ja normal immer ein bisschen an, wenn die auf der Outlap ist. Grüner Sektor, wer war denn da schneller? Mick wird es noch nicht gewesen sein. Ach, der Red Bull natürlich, logisch. ...1.11.737 und damit erstmal die provisorische Führung. 1.10.9, oder sind wir noch nur 7? 8 Zehntel von Verstappen weg. Das schmeckt. So, Mick. Ja, klar. Nochmal on top. Wieder 7 Zehntel dahinter. Über 7 Zehntel diesmal sogar. Also den müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Runde geben, der wird sich nochmal verbessern können, hoffentlich. Oder Kevin hat einfach wieder eine phänomenal gute Runde erwischt. Ich denke, für Mick wird es sowieso wieder Endstation sein. Ne? Oh, Kevin sogar vor Sainz? Der wurde doch definitiv aufgehalten. Norris wurde auch aufgehalten. 4 Sekunden. Er wurde auch aufgehalten. Also wir hätten hier nochmal das Fenster, so zwischen, da muss es 16.37, 16.36, wenn er dann nochmal schnell eine Runde fährt. Das heißt, es sind 15 Minuten. Also wir müssten ihn so bei 5 Minuten vorher nochmal rauslassen. Mick. Natürlich. Kevin braucht man nicht mehr rausschicken. Der ist mal... Leg ich mich fest, sicher im Q3. Nichtsdestotrotz, er bleibt auch auf dem Reifen. Hä? Was möchtest du von mir, liebes Spiel? Ach, bestätigen. Bestätigen möchtest du? Okay. Kannst du haben. Jetzt können wir den Mick nochmal rauslassen. Ich sehe gerade nur 11. Ricciardo ist hinter uns mit ein paar Tausendstel. Norris, okay, der ist wie gesagt aufgehalten. Russell und Joe sind noch gar nicht gefahren. Da werden noch Zeiten kommen. Und Magnussen liegt aktuell auf dem sensationellen 5. Platz. Also, da sparen wir mal Reifen. Da würde ich gerne noch einen frischen Satz Softreifen mit ins Rennen nehmen. Ich denke auch mal, dass wir eigentlich mit Soft und Medium durchkommen müssten. Durchrennen dann natürlich. So, Daumen drücken, dass Mick jetzt nochmal eine freie Runde bekommt. Der Mercedes von hinten. Ich hoffe doch mal nicht, dass da jetzt wieder so ein Kollege jetzt noch durchgelassen werden will. Mick, mach keinen Schmuh. Lass ihn nicht durch. Fahr dein eigenes Ding jetzt bitte.
Okay, komplett freie Runde. Das heißt jetzt oder nie. Während sich jetzt Hamilton hinter Magnussen qualifiziert. Ne, der Russell war. Russell auf P3. Vor dem Ferrari von Leclerc. Ja, Sainz, wie gesagt, mit Sicherheit aufgehalten worden. Aktuell nur auf 9. Gasly auf 10. Ja, ich denke mal, Mick wird mindestens noch einen Platz gegen Norris verlieren. Vielleicht auch noch den gegen Ricciardo. Der erste Sektor war nicht so pralle. Das ist auch nicht gut. Das riecht nicht unbedingt nach einer Verbesserung. Nee. Das war nur 1,12 irgendwas. 1,12,4 war die beste und die letzte, die das gefahren ist, wenn ich wenigstens halt mal direkt einen Vergleich hätte, ne? Pack doch bitte mal ins Interface irgendwas rein, damit ich halt auch sehe, was er jetzt dann tatsächlich gefahren ist. Rundenverlauf da, Rundenverlauf. Ja, ist halt einfach 11.000 langsamer gewesen. Ich könnte ihm jetzt nochmal frische Reifen aufziehen. Vielleicht kriege ich ihn auch nochmal raus aus der Box. Okay, understood. Das wird aber eh nicht für Q3 reichen. Er müsste jetzt 4/10 gewinnen, wird er nicht schaffen. Dann lasse ich lieber den Softreifen wie bei Magnussen das Rennen noch da. So, springen wir mal vor. Ja, Mick auf jeden Fall den einen Platz noch verloren. Und wir sind immer noch vor Ricciardo. Jo, das war zu erwarten. Aber auch Mick hat unser Glückssträhnenziel zumindest mal erreicht. Perez auf 1 im Q2. Dahinter Leclerc 2/1000 dahinter. Dann 1/10 Max Verstappen. Und dann Carlos Sainz, der auch nochmal 1/10 dahinter liegt. Ja, und alles dahinter ist dann halt komplett abgeschlagen. Kevin allerdings nur 2/10 in der Russell. Das macht Mut. Das ist gut. Wir fahren das erste Outing erstmal auf den gebrauchten Reifen. Und dann nehmen wir nochmal den neuen danach. Ich schaue nochmal, ob es auch wirklich jetzt drin ist. So, Kevin. Einmal noch eine Zauberrunde. Nein, ich möchte das nicht manuell machen. Bitte nicht. Das hat im Motorsportmanager das immer Sinn gemacht. Zumindest um die Reifen ins Temperaturfenster zu bekommen. Aber hier. Ich glaube hier. Ich hatte das, glaube ich, im allerersten Rennen mal probiert. Ich kann mich aber jetzt gar nicht mehr erinnern. Warum ich es danach nicht mehr gemacht habe. Aber es hat wohl nicht so viel gebracht. Und mal abgesehen davon, die Fahrer müssen ja eigentlich selber wissen, wie sie ihre Reifen auf Temperaturen bringen. Warum soll ich als Teammanager denen sagen, so fahr jetzt langsam oder so fahr jetzt schnell? Könnte ich mich genauso gut selber ans Steuer klemmen dann.
So, ist das eine freie Runde? Da ist nichts vor uns, glaube ich, gerade, ne? Ja, wobei der Mercedes da vorne könnte wieder ein Problem werden. Der ist nicht weit genug weg. Der wird spätestens im dritten Sektor wieder im Weg stehen. Könnte sich ausgehen? Würde mich wundern, aber es könnte sich ausgehen. Ja doch, das geht sich aus. Wir sind jetzt schon gleich in der letzten Kurve. Ja. Das ist auch noch so ein Bug. Den haben sie, glaube ich, auch erwähnt, dass sie den noch fixen wollen. Dass da immer wieder eine Message aufkommt, so nach dem Motto, wir müssen bald tanken. So, 1:11:07, ja, das ist wieder dieselbe Zeit, die er schon mal gefahren ist. Das sieht doch gut aus. Feins mit einer 1:10:09. So, Alonso wird interessant. Der ist aber langsamer. Alonso könnte Traffic gehabt haben, ne? Auch hier 16:55, also. In 3 Minuten könnten wir den nochmal rausjagen. In der Hoffnung, dass er eben nochmal eine freie Runde hat. Oder in 2 Minuten. Ja, Hamilton ist auch hinter uns. Das heißt, den einen Mercedes hätten wir aktuell mal. Können wir mal bei der Konkurrenz ein bisschen spitzen. Mensch, Checo, da war aber noch ein bisschen Platz nach außen. Ich bin gerade verwundert, dass wir immer noch auf 4 liegen. Da haben wir sehr viel Glück durch Traffic gehabt. Perez wird jetzt auf jeden Fall vorbeikommen, der hat eine freie Runde. Und auch Bottas hat eine freie Runde, da können uns auch gefährlich werden. Aktuell beide Ferrari vorne. So. Ja, okay. Sagt er. Und schon springt Perez an die Spitze. Ich denke, es ist Zeit, jetzt einfach nochmal Kevin rauszulassen. Nachdem Perez jetzt auf einer Outlap ist und bei Bottas. Bottas ist auf der schnellen Runde. Ja, komm, das geht jetzt gerade. Geht, glaube ich, sicher aus jetzt.
Mal sehen, ob wir Mercedes knacken können. Also ein fünfter Startplatz wäre natürlich mega, mega, mega gut. Da ließe sich in normalen Bedingungen schon ein bisschen was holen. Ja, jetzt sind wir schon Sechster. Oh, das hat sich nochmal nach vorne geschoben. Also der Alpha ist halt auch schon ein richtig gutes Auto, ne? Und das war da zu Saisonbeginn sowieso, aber der ist schon echt krass in dem Spiel auch. Ich glaube, wenn die KI den Show noch feuern würde und sich irgendein Routinier reinsetzen würde, die hätten da richtig viele Punkte. Freie Runde auf jeden Fall schon mal da, das ist gut. Also, gut, Kevin, schau mal, was du aus dem frischen Reifen noch rausholen kannst. Schneller wird's ohnehin nichts mehr. Einmal einen grünen ersten Sektor. Also 1:11.713 ist die aktuelle Zeit. Der Sektor gelb. Das wird wieder nur ein paar tausend Verbesserungen geben, wenn überhaupt. Bitte Bugfixen, Dankeschön. Ja, ein paar tausend. Okay, also wenn sich jetzt die anderen nochmal verbessern. Sag mal, Mercedes ist realistisch, dass sie noch vorbeikommen. Alonso kann ich schlecht einschätzen in Alpine gerade. Würde ich jetzt mal sagen, ist nicht unbedingt die Strecke, die dem Alpine normalerweise von der Charakteristik entgegenkommt. Gasly ist eigentlich immer für eine Überraschung gut. Also zwischen P6 und P8. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich finde das ja auch witzig, wenn man das so unten links liest. Fahrer eliminiert. Das klingt richtig martialistisch. Oder martialisch? Martialisch sagt man, glaube ich, zu. Ne? Aber die englischen Begriffe, oder die dann natürlich auch deutsch oder eingedeutschten Begriffe, sind ja ohnehin sehr martialisch. Battle for P6 zum Beispiel ist ja auch nicht unbedingt besser. Dann sehen wir doch mal, was Mercedes jetzt noch rausholen kann. Russell wird wahrscheinlich auf jeden Fall noch die größere Gefahr werden insgesamt. Also der hat mehr Potenzial, sich zu verbessern, als das in Lewis Hamilton noch tut. Na, Verstappen hat aber auch nicht wirklich Platz gelassen. Der hängt der Mercedes jetzt gleich im Arsch. Ich glaube, die Zeit kann man sich auch schon mal abschminken. Zumindest mal. Normalerweise würde ich sagen, es wird nicht für eine Pole reichen bei dem Abstand. Ah, ist ja doch schon dirty, ja.
Und? Hamilton hat sich tatsächlich noch vorgeschoben. Ah! Da flickst noch eins. Okay, wo ist Russell? Russell jetzt auch auf der Ziellinie. Alonso ist auch nochmal ganz knapp rangekommen. Russell schiebt sich auch nochmal nach vorne. Also P8 wird's wohl, ne? Mal gucken, wo Gasly ist. Der ist auch noch nicht fertig. Der sieht aber eigentlich... Der langsam? Das sieht langsam aus, oder? Das ist nie und immer Volltempo. Haben die das zu spät rausgeschickt? Oder hat er einen Fehler drin gehabt und sie schicken ihn jetzt rein? Mal gucken, was er jetzt macht. Ja, okay, also wohl zu spät rausgeschickt. Gut, dann ja, ein P8 wird es wohl werden. Oder ist es geworden? Kann ich mitleben? Auch wenn natürlich 1-2 Plätze mehr schon schön gewesen wären. Aber wenn man sich hier mal so die Zeiten anguckt. Also wir sind alle ungefähr ein Zehntel schneller geworden. Bei Kevin sind es sogar 2 Zehntel lang gewesen. Aber gut, er hatte im ersten Quali ja auch mehr Sprit an Bord nochmal. Insofern, ja, der Unterschied der Fahrer macht halt dann... Und ich sag mal, es gibt nicht so viel Varianz in den Rundenzeiten. Eigentlich reicht es wahrscheinlich, wenn man im Qualifying einmal eine freie Runde rausfährt. Fertig aus. Solange du es nicht innerhalb von ein paar Tausendstel vor oder hinter deinem Kontrahenten bist, wird sich da nichts mehr viel tun normalerweise. Die Fahrer schnallen sich an, bereit für den Renntag. Eine ansprechende Leistung, die Haas im Qualifying gezeigt hat. Damit haben sie eine wirklich gute Ausgangsposition für das Rennen. Alpine konnte im Qualifying zwar nicht restlos überzeugen, das Team hat aber eine passable Leistung abgeliefert. Im Rennen stehen ihnen noch alle... Wie sieht Alonso denn aus? Es gibt viele Wolken hier. Die Teams starren gebannt zum Himmel und achten auf erste Anzeichen von Regenfällen. Man braucht für das heutige Rennen wohl eine überaus flexible Strategie. Ja, wie immer halt. Mehr Aufregung als hier kann man kaum bekommen. Es ist der große Preis von Monaco. Strecke mit Abtrieb. Ist das eine Beschreibung hier? Ich habe das, glaube ich, noch nie irgendwie gesehen. So, hier kann man auch theoretisch nochmal hochrechnen. 78 Runden, a 3,3 Kilometer. Sind also 200, ich sage es mal so grob überschlagen, 265 Kilometer dürften das sein. Auch da nochmal, wie gesagt, das ist keine 300 Kilometer. Trotzdem werden wir bei der Dauer der Fahrzeit... Na, gibt es gar keinen vorgeschlagenen Boxenstopp? Strategie. So, was schlägt er denn vor? Soft und hart. Wäre eine Strategie. Das heißt, ich komme mit dem Medium. Achso, er könnte jetzt Medium natürlich noch fahren. Medium hart. Oder hart und soft. Die schnellste. Also ich glaube, das wäre die Vernunftlösung hier, oder? Bei Mick. Einmal auf dem Medium fahren. Und bei ihm einfach mal auf den Safety kaufen. So, bei Kevin schlägt er jetzt auch nur einen Einstopp vor. Also ich sehe auch jetzt ehrlich gesagt keinen Grund, warum ich da abweichen sollte. Von einem Einstopp. Also Regen ist hier offensichtlich... Achso, das oben sind die Prozente. 40, 35, 35. Das heißt, wir haben schon eine leichte Regenwahrscheinlichkeit durchs Rennen. Hat er jetzt eigentlich den neuesten Reifen drauf?
Moment mal. Den oder hier? Ja, sollte er haben, oder? Aber ich kann es halt hier wieder nicht bestätigen und drum werde es halt wahrscheinlich auch nicht machen. Startposition 7? Moment mal, das heißt, er hat ja noch einen der Dings bekommen hier. Eine Strafe bekommen. Ja, wir lassen das mal so. Ich fahre mit Kevin die etwas aggressivere Strategie und mit Mick die etwas konservativere. Und so gehen wir mal ins Rennen rein. Es ist ein etwas bewölkter Renntag, aber die Atmosphäre ist wie immer elektrisierend. Hier sehen wir Kevin Magnussen. Heute eine Top-10-Platzierung, aber kann daraus Kapital geschlagen werden? Und da ist Schumacher, der zweite Fahrer heute. Mit einem Rennstart aus der zweiten Hälfte der Aufstellung muss einiges an Boden gut gemacht werden. Nur noch wenige Sekunden bis zum Start. Es ist Zeit für eines der spannendsten Rennen der Welt, den Großen Preis von Monaco. Das Startsignal erlischt und los geht's! So, Magnussen theoretisch noch 6 vor sich gerade. Hat einen guten Start erwischt. Sehr gut. Uiuiui, so viele Autos. Er hat Hamilton das überholt, sehr schön. Ich gucke mal ganz kurz an, wie die Strategie bei den anderen ist. So, Hamilton ist auf dem Medium, Alonso auf dem Medium, Gasly auf dem Medium, Joe auf dem harten Reifen. Uiuiui, hier staut sich ja alles. Bottas hatte die Strafe. Der war ja auch noch vor uns eigentlich. Der ist zurückversetzt worden. Mal sehen, wie der Reifenunterschied ist. Und ob wir alles hinter uns vielleicht ein bisschen abschütteln können, bevor DRS rauskommt. Aber ich denke mal, das wird eher nicht so möglich sein. Was macht Mick eigentlich gerade? Mick hängt zwischen den beiden McLaren mal wieder fest, wie so oft. Da müssen wir mal schauen, was hat Norris eigentlich für Reifen drauf. Norris Medium, Medium. Also der einzige Ausreißer ist Joe und das gefällt mir gar nicht, weil der wird den ganzen Laden da vorne aufhalten. Andererseits vielleicht auch wieder gut für Mick und für Magnussen auch. Nach hinten wird ein bisschen Platz generiert. Und Mick kann dranbleiben. Hamilton wäre gerade theoretisch aus dem DRS-Fenster raus. Das würde mir auch schon mal gut taugen. 1,1 Sekunden. Dann muss allerdings jetzt natürlich auch der Magnussen ein bisschen drin bleiben, noch hoffentlich. Aber so wäre es eigentlich optimal. Dann würde Russell uns ein bisschen wegziehen. Von Hamilton. DRS enabled. Ja, das wäre jetzt eigentlich genau so, wie ich es mir wünschen würde. Allerdings haben wir hier nur auf Station ein DRS. Woanders gibt es hier keins. Ja, und hinten, man sieht es auch direkt, also Joe hält den ganzen Verkehr auf. Und den Reifenverschleiß mal so ein bisschen im Blick behalten.
DRS, bitte bleib im DRS-Fenster jetzt, Kevin. Das sieht. Na komm. Na komm, bist du jetzt wieder ein bisschen rangekommen, oder? Das reicht. Genau, Flügel flach, sehr gut. Wäre ich eigentlich fast schon geneigt zu sagen, es soll mal ein bisschen. Also Russell wird auf jeden Fall, er hat schon Anschluss verloren nach vorne. Also Magnussen könnte dadurch jetzt ein bisschen Reifen sparen vielleicht. Wir gucken mal, wie der Verschleiß sich da jetzt auswirkt. Ich schaue dabei mal rüber zu Mick. Der hängt da jetzt halt einfach mittendrin. Ich hätte vielleicht auch auf den harten Reifen gehen sollen. Auch bei ihm gucken wir mal, wie das sich so ein bisschen entwickelt. Wir haben auf jeden Fall noch eine volle Batterie, also im Zweifel können wir da natürlich auch nochmal ein bisschen versuchen zu pushen. Da vorne tut sich schon was. Joe gegen Ocon. Beziehungsweise umgekehrt. So, mal ein bisschen sparen hier. Dann kriegen wir die Prozente vielleicht auch ein bisschen besser durch. Ich hoffe, er verliert jetzt nicht den Anschluss dann. Nee, das müsste aber gehen, ne? Müsste an sich gehen. Ziel ist, dass wir jetzt einfach nur mal so ein bisschen folgen. Gar nicht mal überholen. Das ist völlig unwichtig gerade. Nur folgen. Alonso, Gasly, was ist da los? Bottas? Ah, die haben sich auch lieb gerade. Ich glaube, Mick kann gerade einfach mal so ein bisschen Benzin sparen. Der hat sowieso gerade nicht so mega viel zu tun. Wieder mal ins Plus kommen. Ich habe bei Mick halt jetzt einfach wieder die Befürchtung, wenn ich den jetzt zu sehr einpfeife, dann verliert er gleich wieder den Anschluss ans DRS. Na, Kevin ist es auch am Limit, dass er hier da nicht rausrutscht. Natürlich, Mick hat sofort wieder den Anschluss ans DRS verloren. Ach Mick. Es ist halt immer dasselbe mit dir, ne? Kommt er jetzt wieder ran? Ja, das muss doch jetzt innerhalb der Sekunde wieder sein eigentlich. Ja, ist wieder dran, okay. Soweit so gut. Acht mal ein bisschen auf Kevin gerade. Da müssen wir einfach mal ziehen lassen hier jetzt. So.
Okay, Mick hat auf jeden Fall das CRS wieder gefunden. Der Show hält halt wirklich alles auf. Ich würde aber auch beim Mick versuchen, glaube ich, den Reifen so lange wie möglich zu fahren. Wir probieren es mal. We need a back off. Einfach ein bisschen sparen. Mal gucken, wie weit wir kommen mit dem Reifen. Also wäre natürlich schon mega, wenn ich dann irgendwie doch noch auf dem Soft oder so rübergehen könnte. Oder zumindest dann halt auf dem Medium nach hinten raus länger fahren kann. Ja, George, du kommst hier nicht weg, würde ich mal sagen. Du kommst hier nicht weg. Jetzt ist Mick schon wieder aus dem DS-Fenster raus. Es ist doch nicht dein Ernst. Was macht der Bub? Was macht der Bub? Mit dem kann ich nichts Strategisches machen hier, ne? Jetzt lass den Ricciardo nicht vorbei. Furchtbar, ich kann ihn hier nur die Standardstrategie fahren lassen. Und hoffen, dass er irgendwie jetzt wieder ins CS-Fenster rein. Es ist doch, also wirklich zum Mäusemelken. Hat ein 100% Setup, ja, alles top eigentlich. Sogar die Aston Martins kommen mit. Oder zumindest mal eine, besser gesagt. Immer noch außerhalb des CS-Fensters. Das ist nicht dein Ernst, Mick. Das ist die freie Bahn. Oh Mann. Ich glaube, ich muss ihn jetzt gerade echt mal wieder so ein bisschen reinbekommen hier. Also. Ja. Sonst verlieren wir hier gerade richtig den Anschluss nach vorne. So, jetzt ist er wieder drin. Und da bleibst jetzt quellix auch. Hier, bleibt alles auf Standard. Jetzt mach was draus. Aber bleib im DRS-Fenster. Kannst du wohl nicht bringen hier. Witzig ist, dass er jetzt Ricciardo rausgefallen ist. Das wäre jetzt eigentlich ja schon mal ganz gut. Also mit ein bisschen Glück fällt der jetzt halt hinten runter. Das sieht sogar ziemlich realistisch aus gerade. Also wenn die sich da vorne jetzt nicht irgendwie gegenseitig im Weg rumstehen, dann hat Ricciardo jetzt das Problem. Ich weiß halt nicht, wie ich Mick jetzt irgendwie da durchbekomme, so durchs Feld. Also Kevin hat alles unter Kontrolle. Der kommt immer wieder ran, okay. Ja, Mick verliert halt da schon wieder so ein ganz klein wenig.
Er ist auch nicht nah genug dran, um da irgendwas zu probieren. Also den ist er hier von der Batterie her auf Overtake fahren zu lassen. Macht dann auch wenig Sinn. Oh, Vettel probiert's gegen Ricciardo. Vettel ist durch. Oder kann Ricciardo nochmal kontern? Das ist sehr, sehr interessantes Racing. Ja, Ricciardo kann wohl nochmal kontern. Aber das kostet den beiden richtig viel Zeit. Ocon ist durch gegen Joe. Abstand zu Hamilton wächst auch nichts mehr. 3,5 Sekunden. Alonso ist auch nochmal 3,5 Sekunden dahinter. Dann der kämpft gegen Bottas. Ja, dann der Gasly, Ocon. Auch schon richtig weit weg. Also Mick, das wird schwierig, dass wir hier nochmal was bewerkstelligen. Jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht, das könnte sogar. Quetscht er sich da vorbei? Das wäre spannend. Ganz außenrum? Ne, außenrum eher nicht, ne? Gib mir mal ein bisschen Leistung da gerade. Mal gucken, okay, was passiert. Ja, jetzt hat er aber zu viel Zeit verloren. Do some lift and coast and then focus on apex speed. Copy. So, probieren wir das Spielchen nochmal. Ja, die Ausgangssituation ist diesmal aber nicht so gut. Dann ist sogar Norris in einem besseren. Okay, wir gehen wieder auf neutral. Das bringt, glaube ich, gar nichts so. Okay, more lift and coast, please. Immerhin Ricciardo fällt auch zurück. Das sind schon 2,7 jetzt, so. Ja, jetzt ist aber wieder. Oh komm, jetzt bremst hier, glaube ich, Ocon alles ein da vorne. Oh wie, oh wie. Also Mick hat echt kein gutes Rennen schon wieder. Der Softreifen, den können wir auf jeden Fall lang fahren. Mal gucken, wie lang das geht. Also je nachdem, wie lang auch jetzt hier der Russell davon so fährt. Wie lang haben wir hier geplant? Bis zur 35. ungefähr. 32. Bisschen Sprit sparen, bitte nicht zu viel, nur ein bisschen sparen und bitte nicht wieder aus dem DRS-Fenster rausfallen. So, reicht eigentlich. Ich möchte nur im Plus sein.
Also wenn ich den Reifen hier, ich sag mal so bis Runde 32 oder sowas strecken kann, könnte ich mir tatsächlich überlegen, da auf den Medium zu gehen. Um mit Soft Medium durchzukommen. Aber ich schätze mal fast, die anderen werden halt auch auf den Harten gehen. Also so viel gewinnen werden wir vermutlich sowieso nicht. Dann die Frage, Risiko oder kein Risiko? Gibt's ein Safety Car und die ganze Sache ist klar, ne? Ich glaube sogar die Updates, wenn ich mich richtig erinnere, haben auch gegen Dirty Air ganz gut geholfen. Ich weiß, deswegen kommt noch der Kevin da, glaube ich, ganz gut mit und kann die Reifen auch recht schön schonen. Ich schau mal kurz rein. Wie wir eigentlich. Die Prozente müssten wir doch auch irgendwo sehen. Sehe ich die gar nicht? War der Meinung, ich habe die auch noch mal irgendwo gesehen. Da, das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Reifen, 55 bei Leclerc. Sainz 55, Ricciardo 74, 73, Verstappen 55. Wo sind wir? 68. Guck mal, wie sparsam der Magnussen gerade mit seinem Reifen ist. Das ist viel, viel, viel besser als eigentlich gedacht. Dass die führenden Pferde werden relativ früh reinkommen. Weil dann nur die Frage. Was hat Russell denn drauf aktuell? Das heißt, er wird auch früher reinkommen. Man sieht auch das Getriebe bei dem 48, 76, Motor 69. Und bei der Batterie ist es immer unterschiedlich. Die machen mal viel, mal weniger. Und bei Magnussen wahrscheinlich. Er hat hier in der 16. Runde gar keine Batterie verbraucht, offensichtlich. Also das ist normal, diese Schwankung. Das Problem ist halt nur, ich weiß halt nicht, wie viel schneller eben der andere Reifen dann möglicherweise ist. Ne? Das heißt, wir brauchen dann schon mal jemanden, der andere Strategie fährt. Wir müssten mal gucken, was Joe eigentlich fährt. Wer hatte den harten Reifen drauf? Wo ist Joe denn? Da ist Joe. 17.8, 18.0, 18.0, 17.8. Boah, das ist zum Vergleich 17.6, 17.7. Das ist eigentlich fast kein Unterschied. 17.5, 17.9, das ist halt wirklich fast kein Unterschied. Kommt Hamilton da wieder da hinten? Was hat der noch auf den Prozenten? 70, also der ist noch ein bisschen besser. Oh, der Motor, 41% bei ihm. Da haben sie aber ein altes Aggregat reingebaut. Leclerc hat ein neues, Sainz hat auch ein neues. Ricciardo und Norris haben auch noch relativ... Oh, das bei Verstappen schaut nicht gut aus. 35. Gewisses Risiko ist da. Alonso ist auch schon ziemlich weit runter.
Gasly 30%. Ui, Tsunoda 18%. Könnten wir da vielleicht einen Ausfall sehen? Also Tsunoda definitiv mal so ein Kandidat, der mit Motorschaden vielleicht auch nochmal ein Safety Car auslösen könnte. Ich glaube, wenn beim Russell jetzt tatsächlich so einen kleinen Drop auf 4, könnte mal versuchen, da durchzukommen. Kevin, if you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Wir probieren mal einen Overtake an der Stelle. Ja, keine Chance halt hier, ne? Keine Chance. Reinbremsen? Nein? Okay, nicht reinbremsen. Schade. Wir geben hier nochmal für den Tunnel ein bisschen mehr Boost. Ich glaube, Russell hat wahrscheinlich so diesen Aufhaltebefehl bekommen. Zumindest mal geht die Batterie hier gar nicht mal so schnell leer. Das kann ihm ganz kurz noch auf den Befehl lassen. Also wenn er jetzt die Raskas gut erwischt, könnte das was werden mit DRS. Der ist richtig nah dran, ist er, 2 Zehntel. Der ist richtig nah dran. Ja, der fährt außen vorbei. Sehr gut. So, das Wunschkonzert wäre eigentlich jetzt noch, dass er da jetzt ein bisschen wegkommt. Aber das wird wohl nicht passieren. Oh, wir kriegen Traffic. Da vorne ist Latifi. Wir probieren mal hier ein Deploy nochmal einzusetzen gerade. Ein bisschen Batterie haben wir ja. Vielleicht kriege ich Russell ja noch aus dem DRS-Fenster raus. Das soll auch noch ein bisschen Benzin dazu nutzen. Reifen haben wir sowieso auch noch ein bisschen, also komm. Ich glaube, dass du da jetzt da vor dem... dass du rauskommst aus dem Fenster. Das sieht gut aus. Dann können wir eigentlich wieder auf neutral. Und mal gucken, ob er jetzt dann auch tatsächlich noch ein bisschen wegkommt. Mit Kevin kann man solche Spielchen halt machen. Haben wir natürlich tatsächlich auch ein bisschen Leben aus dem Reifen rausgenommen. Und ein bisschen Pech, wenn wir jetzt natürlich von Latifi so blöd aufgehalten werden. Kann sein, dass unser Vorsprung auch gleich wieder weg ist. Der kommt ganz blöd.
Aber ich sag mal so, momentan, also gerade eben, wenn er auf der geraden Platz macht, wäre es gut. Macht er auch. Dann nehmen wir gar nicht wirklich Zeit. So, dann können wir hier eigentlich den Reifen gerade mal wieder so ein bisschen runterdrehen. Russell verliert hier richtig kräftig, also der hat schon Lewis jetzt auch hinten dran in einer Sekunde. Oh, der Williams hilft mir jetzt gerade gut, ne? Der hilft mir gerade richtig gut. Jetzt lässt der Russell durch. Naja, okay, hat einen Zehntel gebracht. Nicht so mega viel. Lewis ist auch schon durch, also mit... Gut. Kann natürlich jetzt sein, dass die beiden sich ein bisschen bekämpfen, das wäre Optimalfall für mich. Was ist denn jetzt hier? Achso, Boxenstoppfenster. Okay. Hamilton gegen Russell. Die beiden Mercedes da hinten geben sich jetzt wirklich. Das hilft mir. Also Mick Williams sind auch ein bisschen verlängern können, aber leider halt nicht wirklich großartig weit. Ich weiß echt nicht, was ich mit dem anstellen soll. Und vor allem ist... Nee. Doch, Joe ist wieder noch Konf... Wie hat er das denn hingekriegt? Ja, wo kriegen wir den Magnussen denn jetzt unter? Also da hat er immer noch 50%, wir haben jetzt da 25 Runden. Das heißt, bis zu 30% mal so überschlagen. Müssten wir doch eigentlich mal so... Das müsste doch hinhauen, oder? Das müsste doch hinhauen, dass ich dann mit dem Reifen auch nochmal durchfahren kann. Ich meine, ich werde zwar auch wieder sparen müssen. Aber ich glaube fast mal, dass wenn ich im Schongang mit dem Medium-Reifen fahre, das immer noch schneller sein könnte, als ja, den harten Reifen nutzen zu müssen. Das Problem sind nur die beiden Mercedes hinter mir. Wenn die jetzt natürlich in die Box gehen, sollte ich wahrscheinlich, um den Platz zu sichern, auch gleich in die Box gehen. Science ist drin. Ich glaube, wir pushen den Reifen jetzt einfach ein bisschen. Science, kommt er noch vor uns wieder raus? Wir haben, glaube ich, genug. Ah, nee, das reicht. Das reicht noch. Ne? So, Russell, Hamilton sind noch draußen geblieben. Was macht der Ferrari? Der zwickt sich da jetzt mitten rein. Sehr schön. 4 Sekunden hinter uns. Das hat auch nochmal gut Zeit gebracht. Jetzt zieht aber der Ferrari den Mercedes wieder zu mir, wenn es blöd läuft. Ich hoffe, der kommt aus dem DS-Fenster da möglichst schnell raus. Ja, doch, das müsste gehen. 8 Zehntel, 9 Zehntel. Ja, das ist in der Box.
Ist mittlerweile schon 4,8 Sekunden nach hinten auf Russell. Den Ferrari rechne ich jetzt einfach mal nicht mit ein. Ein bisschen unübersichtlich von den Abständen. Sainz und Perez in 2,7 Sekunden. So. 2,6 dahinter, also 5,3 haben wir jetzt Abstand. Also, Track Position ist key. Heißt eigentlich, wir müssen auf den harten Reifen gehen. Wir haben ja auch immer noch 50 Runden vor uns, also das dauert auch viel zu lang, um da jetzt auf dem Medium zu fahren. Das geht sich mit dem Medium wahrscheinlich nur dann aus, wenn wir wirklich... Also von den Prozenten her wird es wahrscheinlich schon funktionieren. Aber halt wirklich nicht gut. Oder wird er jetzt vorbeifahren, ne? Ignorieren das erstmal. Außenrum? Echt jetzt da? Außenrum, tatsächlich. Lassen in der Box. Red Bull ist weiter vorne. Ich will aber jetzt eigentlich noch nicht in die Box, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem jetzt, wo ich sowieso wahrscheinlich erstmal wieder im DRS-Fenster hänge. Ich würde fast sogar sagen, wir schauen, dass wir da jetzt irgendwie dranbleiben. So ein bisschen ziehen lassen. Nehmen wir den Reifen einfach mal so noch auseinander. Kevin, kannst du bitte im DRS-Fenster bleiben? Das reicht nicht, ne? Wo ist denn eigentlich der Russell rausgekommen? Mal so gefragt. Ach, der hat gerade ein schönes Fenster hier. Ah, nicht schön. Okay, wir gucken mal die Zeiten an. Also, da müssen wir jetzt wirklich mal ein bisschen schauen. Wie sich bei Russell die Gap da entwickelt. 8 Sekunden. 6,3 Sekunden. Der Williams macht Platz, das ist gut. Ah! Okay, der hat den Ferrari, oder den Ferrari ist ja richtig was gekostet gerade. Kevin, bleib einfach nur vorne. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich die Zeiten bei Russell entwickeln. Outlap. Persönliche Sektorbestzeit auf jeden Fall mal. Eine halbe Sekunde schneller war. So, was wäre jetzt? 1:16,5. Das ist schon ein gutes Eck schneller, ne? Ich glaube, wir müssen den Kevin jetzt mal in die Box holen dann. Was hat Kevin denn gerade? 17,4, ne? Okay, so wirklich viel verlieren wir da gerade noch nicht.
Prozente. 34. Ich sage eine, gib mir noch eine Runde. Oh, Perflex. Das war zu viel Benzin. Dann fahren wir die Runde noch, dann sind die Reifen auf 30% runter. Leclerc und Sainz vorbei. Na, da werde ich gerade mal wieder so ein bisschen in die WM eingreifen. Pitstop. Also auf den harten Reifen. Gut, mehr müssen wir nicht machen, ne? So let's box this lap. Box, box. Da kriegen wir nochmal ein Deploy hin vielleicht. Mode push. Copy that. Wie, Mick wurde überholt? Was ist denn da los? Von wem wurde er überholt? Von Bottas. Eine Position gut gemacht. Achso. Ja, okay, der war auch schon in der Box. So, du lieber Ferrari, bleibst doch bitte jetzt noch hinten. Ich fahre jetzt sowieso in die Box. Also gegen Hamilton haben wir noch 6-1, 6-3 Sekunden. Russell. Ja, das wird auf jeden Fall sehr eng. Ich hoffe, dass wir da wieder noch vor ihm rauskommen. Alpine kommt auch. Hamilton kommt auch. Haben wirklich gut gemanagt. So, wo ist Russell? Wir kommen davor raus, so wie es aussieht. Ganz knapp. ...1,7, also die Strategie ist perfekt aufgegangen. Also mit können wir jetzt noch ein bisschen draußen lassen. Ich weiß, ja, das ist halt das Ding, ne? Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Der könnte jetzt aber mal ein bisschen pushen, der hat auf jeden Fall genug Benzin. No more lifting coast. Okay. Hoffen wir auf den Safety Car, würde ich sagen. Hoffnung Safety Car. Also Russell kommt da ganz langsam ein bisschen näher. Bin ich jetzt halt mal gespannt, ob das nur eine Tendenz ist für ein paar Runden oder ob dann eben auch Russell dann so ein bisschen ablassen muss. Glitches get into a rhythm. Ach, Mick wurde schon wieder überholt. Alpine hat sich gerade verbessert. Try to do some lifting coast. Copy. Wir sind halt gerade im Plan, was die Reifen angeht, ne? Also wenn, dann kann ich ihn jetzt maximal noch irgendwie in der Runde mal ein bisschen pushen lassen. Mach's auch mal. Soll noch mal ein bisschen Deploy. Dass wir ihn aus dem DS-Fenster raushalten nach Möglichkeit. So, nicht so viel, nicht so viel!
So, 1,6. Da müssen wir es halt echt ein bisschen managen hier. Hamilton ist 6,1 hinten dran. Ricciardo in der Box, Tsunoda in der Box. Ich kann noch ein bisschen. Da fahre ich die Reifen jetzt einfach mal runter. Ich habe sowieso nichts zu verlieren bei ihm. So, macht der noch Platz vor der Kurve? Das ist gar nicht schön. Wird natürlich der Mercedes auch noch DRS. Das ist jetzt nicht nett, dass der da jetzt durch den Aston Martin DRS bekommt. Ocon in der Box. Das hat meinen kleinen Push hier sofort wieder negiert. Ich schau, dass du vielleicht immer ein bisschen rauskommst. If you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir wirklich ein bisschen später drin waren wie Russell. Also wir haben ein bisschen mehr Prozente. Um solche Spielereien machen zu können. Ich habe genau den Plan, ne? Das geht sich genau aus von den Prozenten her. Dass wir halt nicht in die 30% reinrutschen. Wow. Mick, was ist denn nun wieder? Von Gasly. Tauri hat sich um eine Position verbessert. Ja gut, ich sag dazu jetzt mal nichts. Was ich allerdings mal sehen will, ist die Prozente von Russell. Was hat er denn gerade auf dem Reifen? 90. Ja, wir haben 94, das heißt, ja, wir sind da schon ein bisschen besser aufgestellt, ne? Mick, ja gut, der ist eh schon wieder. Oh weh, da wäre ich sogar in der Ricciardo hinter Vettel vielleicht auch noch zurückfallen. Aber dann soll der mit dem Reifen natürlich pushen. Da kommt kein Safety Car. Und selbst wenn, dann ist er immer noch außerhalb der Punkte. Er kommt ja vor allem nicht mal von dem Williams-Sager weg. Mercedes ist so ein ganz, also der Russell ist ein ganz kleines bisschen schneller hier gerade. Da müssen wir wirklich ein bisschen mit den Prozenten hier, glaube ich, noch hantieren. 1,4. Also ein Zehntel pro Runde ist ja schon schneller. Take care of it, no management required, so push as much as you can.
Ja, schauen wir das mal wieder ein Zehntel zupacken. Wir hätten bei Mick vielleicht einfach früher an die Box gehen sollen. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, einfach einen aggressiven Undercut fahren mit dem harten Reifen dann. So, fällt mir jetzt so im Nachgang auf. Doch eigentlich erstmal wieder zwei der Runden reichen hier. Prozentvergleich. Magnussen mit 89, Russell mit 86. Jetzt haben wir halt schon ein bisschen von dem Vorsprung aufgebraucht. Jo, Mick, alles klar, wir holen dich mal, hä? Wir holen dich mal. Das ging definitiv mal mit auf meine Kappe. Okay, we will box now, box now. Copy for box. Ich hab echt Angst, wo der rauskommt. Also der wird hinter Ricciardo und Vettel wahrscheinlich rauskommen. Ob wir dann nochmal an den beiden Kameraden wieder vorbeikommen wenigstens. Weiß es nicht. Schau mit seiner Strategie. Ich weiß nicht, ob der schon in der Box war, aber der hat sich zumindest mal vorhin die Punkte gekämpft dadurch. Understood, Mick. And white line, white line. Wo ist Ricciardo? Ricciardo, ne, da kommt erstmal ein Ferrari. Könnte noch vor Ricciardo reichen. Und damit hätte er auch nichts verloren. Na gut. Das sieht. Oh je. Oh nein, 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 nein. Gar nicht gut, wenn da jetzt der Ferrari kommt. Oh nö. Lass bloß den Ricciardo nicht vorbei. Oh wie, oh wie, oh wie, oh wie. Jetzt kommt auch noch der Red Bull. Mick wird jetzt wieder breit Platz machen, oder? Ich muss beim Magnussen gerade mal wieder den Reifen ein bisschen pushen. Mick, mach jetzt bitte keinen Scheiß, ja. Wir müssen da vor dem noch bleiben hier. If you don't need it, no lift and coast. Ach, okay, also jetzt hat er halt die ganze Zeit wieder DRS. Okay, gut, das kannst du aber pushen. Oder 1,5. Ja gut, Mick hat jetzt natürlich richtig freie Bahn nach vorne, 16 Sekunden auf Ocon. Und schleppt das den Ricciardo mit, ja super. Was fährt der eigentlich für Reifen gerade? Der müsste eigentlich auch im Harten noch unterwegs sein, oder? Der hat auch die Harten drauf.
Also 85 gegenüber 82. Ja, wir haben noch die 3% Abstand. Kannst du mal einen Deploy machen, Mick? Kannst du den Ricardo vielleicht aus dem DS rausprügeln? Wird den jetzt nicht noch hier mitschleppen? Nein, das scheint zu funktionieren. So, wir haben schon wieder, also es schwankt die ganze Zeit zwischen 1,5 und 1,3, je nachdem, was ich halt mache mit meinem. Aber wir hatten zwischenzeitlich. Kann es sein, dass wir Traffic hatten? Nee, ne? Hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. Auf jeden Fall da vorne kommt noch ein. Alpha Tauri. Ich glaube, der Russell hat aber auch gerade eine Mission. Der lässt sich gerade nicht so wirklich abschütteln. 1-4. Ja. Ja, ist, Mick, ist egal. Du hast jetzt genug Prozente. Das kannst du, glaube ich, erstmal durchziehen eine Weile. Vorne ist natürlich nichts mehr zu holen, aber also das wäre schon ein mega Ding, wenn wir hier noch einen 5. Platz holen würden. Mick holt zumindest mal noch Arcon gut auf, also da sind wir jetzt schon 4 Sekunden rangerückt. Schauen wir mal, kriegen wir den noch ins DRS rein vom Alpha Tauri? Wahrscheinlich nicht, ne? Das geht sich wieder nicht aus. Wahrscheinlich ist es wieder genau so, dass der Russell jetzt in der nächsten Runde wieder DRS bekommt. Während ich hier da so mit Gewalt wieder vorbei muss. Zwei Fahrzeuge. Das ist der Latifi da schon. Okay, die Williams haben, glaube ich, wirklich ein Tempoproblem hier. Ja, das ist immerhin mal eine Stelle, wo es mich wenigstens nicht so viel Zeit kostet. So. Macht er wahrscheinlich den Williams, den Mercedes auch gleich Platz, ne? Ja. So, mit dem Williams wird das wahrscheinlich wieder dasselbe Spiel werden. Wann hat
hatte der Russell jetzt schon wieder so 2 Zehntel aufgeholt im letzten Sektor? Margin, try to increase the pace a little bit. Komm auf. Copy that. Prozente check. 79. 78, oh weh. Wir sind gleich auf jeden Fall mal schlechter, was die Prozente angeht. Oh nein, er ist dran. Er ist dran. War nicht gut. Wenn der Traffic einfach hier echt viel kostet, ne? Jetzt kommt er dann noch vorbei. Jetzt haben wir wieder 1,5. Okay, also das hatten wir wohl nochmal Glück im Unglück. Nächste Auto ist dann Stroll, so wie es ausschaut. Oh weh, Mick ist auch nicht mehr mega weit weg. Was fährt eigentlich Mick für Zeiten im Vergleich? Mick fährt 16,5. Ja, Magnussen 16,3. 16,1. Zieht sich jetzt schon ein bisschen hin. 29 Runden haben wir noch. Weil wir müssen es halt strategisch eigentlich schon durch das Rennen, ne? Also da ist halt nichts mehr zu machen jetzt. Ne? Dürfen ihn nicht ins Stairs rennen lassen. Sobald das passiert, hat er halt einen riesigen Vorteil. Dann gehe ich lieber mit ein paar Prozenten später weniger ins Finale. Aber der darf nicht ins Stairs-Fenster reinkommen. Noch sind wir ja, sag jetzt mal, auf Sollwert. Was die Reifenprozente angeht. Was hat er noch an Benzin? 26 Runden noch. Haben wir aber auch. Auch 74. Also jetzt sind wir tatsächlich gleich auf. Wie viel Batterie benutzt er gerade? Ja, die letzte Runde ein bisschen mehr davor, aber weniger benutzt. Auch interessant, dass die Motorentemperaturen so ein bisschen fluktuieren hier. Spielt da gerade ein bisschen mit der Batterie da hinten.
Wir müssen, glaube ich, wieder ein bisschen zulegen. Schaut mal Mick aus, 8,8 nach vorne. Ja, der wird an Ocon wahrscheinlich maximal noch rankommen bis zum Ende des Rennens, aber vorbei wohl eher nicht mehr. Halt auch bei Magnus und nicht viel Spielraum, was die Batterie angeht. Also da haben wir da einmal das Zeug rausgemacht. Ich will halt auch gerade nicht sparen. Also sobald ich das tue, ist er halt dran, der Russell. Oh, das ist, glaube ich, doch Vettel und nicht Stroll. Bei dem jetzt vielleicht mal das Glück, also ich würde mir echt mal wünschen, dass wir mal so ein DRS-Szenario bekommen, dass Magnussen auf der Stadtziel mit DRS vorbeikommt und dadurch ein bisschen die Lücke wieder aufreißen kann, ohne dass wir hier Batterie, Reifen oder das Motormapping anpacken müssen. Show in der Box? Okay, der war wirklich lange draußen. Mal sehen, ob wir an dem vorbeikommen. Mick biegt jetzt in die Raskas ein. Der fährt aber wieder los, oder? Ne, steht noch. Kommen wir vorbei, aber der hat jetzt natürlich dann einen Reifenverteil. Mal sehen, wo der dann jetzt zeitlich wieder ankommt. Mick ist auch aus irgendeinem Grund auf 1,4 Sekunden dran an Ocon. Da muss auch irgendwas gewesen sein. Ach nö, der Aston Martin, der kommt jetzt wieder genau unten im Tunnel wahrscheinlich dann, ne? Da kommt auch der nächste Williams gleich. Ja komm, dann schau, dass du jetzt irgendwie im Tunnel an wenigstens vorbeikommst. Das geht. Mit Glück steht er jetzt dem Russell noch im Weg. Er macht auch da wieder Platz. 1,6. So, Mick ist gleich im DRS-Fenster von Ocon, immerhin mal. Show kommt jetzt von hinten mit 6 Sekunden Abstand, aber eben frischeren und besseren Reifen. Ich würde es bei Mick also erstmal sagen, wenn er mit dem DRS-Fenster drin ist, dann soll er erstmal ein bisschen Batterie aufladen. Mal gespannt, wo der Williams jetzt kommt. Das könnte tatsächlich, also bei dem könnte es funktionieren, dass wir den im DRS bekommen. So we just need to go charge on. Understood. Mal sehen, ob wir den noch reinbekommen da ins Fenster. Wird knapp. Das wird sich wahrscheinlich nicht ganz ausgehen. Das geht sich nicht ganz aus, oder?
Da müsste doch die Detection Line sein. Ne, geht sich nicht aus. Ah! So was Ekliges aber auch. Lässt uns so hoch durch? Ja, oder? Sieht aus. Ja. Nein! Russell ist jetzt im Tier. Nein, 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 nicht gut. Deploy mal ein bisschen, bitte. Ich habe so ein Pech mit dem Traffic. Es ist so echt nicht wahr. Okay, den Abstand wieder hergestellt. Uiuiuiui. Jetzt ist die Batterie ja komplett. Oh nee. Ich glaube, wir müssen hier gerade nochmal die Batterie gerade irgendwie ein bisschen reinbekommen. Charge on. Copy. Charge off. Copy that. So viel Micromanagement hier gerade. Also wichtig ist, dass die Batterie halt nicht auf leer geht. Sonst verlieren wir da Unmengen Zeit. Oh, Mick ist wieder rausgefallen. Okay, jetzt hat er aber wenigstens wieder ein bisschen Batterie am Start. Und jetzt können wir auch die Reifen wieder rannehmen. Okay, perfect. Let's get back up to pace. Oh, Joe ist ja auch schon da. Ja, herzlich willkommen. Das wird ein schöner Dreikampf jetzt zu werden. Ich denke mal mit dem besten Ende für Joe, ne? Aber wenn ich zu noch konnte, den würde ich schon noch ganz gern haben. No more lifting coast. Mensch, Kevin? So, Mick, kannst du bitte mal ins CS-Fenster reinfahren? Kommt gerade nicht so wirklich weg hier. Russell da jetzt ein bisschen mehr gemanagt für uns vielleicht. Hm.
So, wie kriegt man denn jetzt den Nick dann noch vorbei? Mal kurz einen Reifencheck machen bei den beiden. Magnussen jetzt mit... Was haben wir da? 60. Russell 63, ja. Das könnte nach hinten raus echt eng werden. So, Mick, schau mal, ob du da wenigstens an der Konitzer vorbeikommst. Das wäre schon wichtig. Dann würden wir uns vielleicht ein bisschen freischwimmen von dem Alpha hinter uns. Geht das? Ja, komm, es geht. Okay, more lift and coast, so, please. Deploy. Copy. Oder schon wieder hier ein bisschen. Haas überholt. If you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Copy that. So, kann Mick jetzt dann noch aus dem DS-Fenster raus? Das wäre noch gut. Dann lassen wir die beiden nämlich da hinten jetzt für sich kämpfen. Uiuiuiui. Okay, was hat Joe da vor? Okay, Joe ist auch durch, ne? Joe ist auch durch. Der wird gleich von hinten klingeln. Na, was machen die zwei denn? Also, Ocon hat noch keinen Bock, Line beizugeben. Finde ich ja nicht so schlecht. Aber jetzt ist durch. Jetzt hat er DRS. Oder wir hatten von beiden DRS. Ich habe keine Ahnung. Wir kommen noch nicht so wirklich weg von Russell. Vielleicht wäre sogar ganz sinnig, den Ocon im DRS-Fenster zu halten. Damit Joe da nicht so einfach durchkommt. Lassen wir dem Ganzen mal seinen Lauf. Die Reifen, ja, das ist warm. Gut. Na, wenn er das sagt. Kevin. 1-3. Meine Güte, das ist, der Abstand wird immer geringer. Ja. Aber ich sag mal, wir haben noch 56% für die letzten Runden, also mal sehen, ob die, ich weiß nicht, wie krass die Haas einbrechen an nur 30%. Können auch, glaube ich, mal ein bisschen Benzin gerade zugeben. Also Ocon ist auf jeden Fall mal aus dem DS-Fenster raus hinten hinter Mick und hält auch gerade den Show so ein bisschen für mich auf. Nach vorne wird wahrscheinlich nicht mehr viel gehen.
So, immer nur versuchen, punktuell mal ein bisschen den Reifen ranzunehmen, dass wir halt nicht komplett die Prozente nach hinten raus verlieren. Joe ist vorbei in Ocon. 3,8, aber ja, in zwei Runden wird er wieder da sein. Mick wird ihm nichts mehr entgegenzusetzen haben, glaube ich dann. Wir müssen auch bei ihm mal so ein bisschen aufpassen dann, ne? Kevin hat noch 54, Mick ist schon bei 60. Also ich lasse ihn einfach mal durchpushen hier gerade. Das sind halt zwei Zehntel gerade, die der Russell schneller ist. Ne? Die kriege ich gerade so ausgeglichen, wenn ich das höhere Reifenmapping fahre. Eieieiei. Aber mehr halt auch nicht, ne? Und ich habe in der Batterie halt auch keinerlei Reserven. Eins, zwei. Oh weh, das macht mir echt Angst gerade. Das macht mir echt nicht gerade Mut. Der Hamilton kommt auch ein bisschen näher jetzt wieder. Der lässt nicht locker. Ich denke mal, der wird jetzt auch auf den Reifen ausquetschen da hinter uns. Vielleicht rechts jetzt bei dem. Mal gucken, wo der McLaren jetzt die blauen Flaggen gezeigt bekommt. Vielleicht kriegen wir da mal. Der ist. Der wird vorher Platz machen. Ja, ich befürchte fast. Na, macht er jetzt schon? Nee, noch nicht. Das könnte jetzt tatsächlich mal reichen. Wieder kein offener Flügel. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bitte, 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 bitte. Im Tunnel dann wenigstens irgendwie so, dass wir wieder ein bisschen Gap rausbekommen. Komm, schau, dass du da vorbeikommst jetzt da.
1-5, 1-5-5. Okay, kann man den Reifen gerade mal wieder ein bisschen eine Pause gönnen für eine halbe Runde. Wir müssen wieder auf 1-4 ran. Mick währenddessen hat jetzt Show an der Backe, das wird auch nichts mehr, ja, das wird nichts mehr lang gut gehen. Ja, der fährt auch mit dem roten Reifen. Wir müssen da wieder hoch. Wir müssen da wieder hoch, das hilft nix. Witzig, wie der McLaren da gerade bei der Mercedes mitkommt. Und Hamilton, wie gesagt, der kommt halt dann jetzt auch ein bisschen näher. Also sind zwar nur noch 10 Runden, der müsste schon riesige Sprünge machen. Aber ganz ausgeschlossen ist es halt nicht, dass der dann nochmal irgendwie rankommt. Ja, Mick, das war zu erwarten. Er hat halt einfach eine andere Strategie. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo. Brauche ich mir jetzt, glaube ich, gar nicht anschauen. Ich glaube, bei Mick ist nichts mehr zu holen, den lassen wir jetzt einfach hier durchfahren, fertig aus. Okay, back off. Okay, wo macht der jetzt Platz? Bitte, bitte, bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der kostet mir richtig viel Zeit jetzt da vom Tunnel. Eins, zwei. Ja, nicht gut, nicht gut. Lässt es beide durch, ne? Ah, ne, lässt er nicht, oder? Lässt er den noch? Also die 30% Marke kommt auch immer näher bei dem Reifen. Na komm, Mick soll ein bisschen. Nee, da muss er doch noch ein bisschen pushen. Der hat ja auch noch genug Prozent eigentlich. Wie ist mittlerweile die Differenz eigentlich zwischen den beiden? Also Magnussen ist bei 44, Russell ist bei 50. Ja, der Russell hat jetzt halt auch. Hat jetzt ungefähr die Reifen wie Mick. Es ist schon wieder Lapcar in Williams. Jetzt mach mal einen DRS-Spender. Komm, sei mal ein DRS-Spender. Das reicht auch wieder nicht, ne? Aber eigentlich müsste das. Also, das ist eine Sekunde locker. Aber warum macht er kein DRS auf? Mann, das hat mir wieder nicht geholfen. Der Abstand schmilzt. Der kommt da nicht weg, ne? Der kommt da nicht mehr weg.
bisschen Benzinreserven, die hebe ich mir aber, glaube ich, bis zum Schluss auf. Weil versuchen wir es jetzt irgendwie über den Reifen zu regeln. Meine Güte, der ist gleich im DRS, ey. Der ist gleich im DRS. Acht Runden noch. Warum muss das jetzt wieder so spannend sein? Der Hamilton hat das DRS, oder? Also so wie der letzte 4/10 in deinem einen Sektor gut gemacht hat. 1-1. Nicht gut, nicht gut. Also wir müssen jetzt wirklich mal den Sprit noch rausprügeln gerade. Ich habe keine Batterie, um das abzuwehren. Also wenn der jetzt da ins DS-Fenster kommt und Batterie hat, bin ich geliefert. Das wäre so ärgerlich. Nein, 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 nein. Bitte nicht ins DS-Fenster rutschen. Da vorne kommt wieder Traffic. Können wir uns irgendwie vor dem halten? Also, bis zum Traffic. Wo war denn der Traffic? Noch nicht nahe. Jetzt haben wir keine Reste mehr. Bin ich jetzt blind? Da vorne ist noch, da kommt jetzt irgendein Alpin dann. Ocon müsste das sein, genau. Sechs Runden. Ich glaube, jetzt sind wir auf jeden Fall fällig, was das DS angeht. In der Runde. Oh Gott, das wird so ein enges Finale. Nein. 1-0, 1-1. Der Alpine ist noch viel zu weit weg. Ja, nächste Runde ist DRS. Er hat jetzt schon. Oh Gott, er ist jetzt schon. Okay, er ballert die Batterie. Guckt mal, wie der jetzt rangekommen ist, ey. Der hat in dem Moment, wo er da die 1,1 Sekunden oder sowas hatte, hat er mit Sicherheit gerade irgendwie die Batterie auf Anschlag geballert.
kann aber auch jetzt noch nicht sagen, hier verteidigen, weil dann liefere ich mich komplett aus. Nick hat auch seinen Bullfrog schon verschossen, da kommt auch Kronitz wieder näher. Ja, jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend. Kann er nochmal verteidigen? 6-10, reicht es? Oder fährt er jetzt einfach vorbei? Hier unten. Also noch hält er's. Magnussen, fahr doch einfach in der Mitte! Da kommt noch niemand durch! Der Alpine könnte die Rettung sein, wenn wir da irgendwie rankämen. Oh Mann, jetzt kommt Hamilton da hinten auch noch. Aber das sind ja nur noch 4 Runden jetzt, glaube ich, ne? 3 Runden. ...4,4 Sekunden bis zu Hamilton. Ja, Applaus. Kevin, 15, ne? Oder ungefähr 16 oder sowas, ne? Die hat er auch jetzt wieder. Drei Runden noch. Lass den nicht vorbei. Ist das hier eng? Okay, das ist mehr an Sprit, was wir haben bei Kevin. Das ballern wir, glaube ich, dann einfach auf den Geraden raus. Auf der. Die Frage ist, wie viel Batterie hatte der jetzt noch? Der muss doch jetzt eigentlich irgendwann nochmal durch sein hier. Push. Two laps remaining. Mann, ist es knapp, du. 2 Runden noch. So, Leclerc ist auf der letzten Runde. Try to do some lifting coast. Copy. Uiuiui, der ist dran, du, der ist dran. Ja, die Reifen werden etwas. Das hilft nichts. Kevin, da musst du jetzt durch. Ich glaube, wir müssen ein Verteidigungsmanöver machen jetzt. Ne? Schau, dass du jetzt irgendwie die Runde noch durchkriegst, du. Starting final lap. Also, Leclerc hat gewonnen. Das Ding ist schon mal durch. Glückwunsch, Heimsieg.
So, wichtiger ist es aber, was hier bei uns passiert. Das ist Leclerc. Ja, es ist mir jetzt egal. Es ist mir jetzt egal. Ich will jetzt wissen, was bei uns passiert. Kevin, man kann hier in Monaco nicht gut überholen. Also schau, dass du es irgendwie jetzt heimbringst. Ja, das könnte was werden, oder? Das könnte was werden. So, und jetzt wird die letzte gerade nochmal verteidigen. Okay, checkered flag, checkered flag. Na, schafft er's? Ja, er schafft's. Oh, fünfter Platz, Mama Mia. Ey, den haben wir doch mal richtig gut gemanagt. Also, alles klar. Checkered flag. Wahnsinn. Ja, Batterie leer, ist mir jetzt egal. Jetzt kann sie leer sein. Jetzt haben wir es wirklich komplett aufs... Aber wir haben, glaube ich, schon hier die Ressourcen ziemlich optimal genutzt. Nicht bei Mick, aber zumindest mal bei Kevin. Das sind... Moment mal, wie viele Punkte sind das jetzt da? 10 Punkte wieder, ne? Ein tolles Ergebnis. Für Haas war das heute ein sehr erfolgreicher Renntag. Ein extrem überzeugendes Rennen für sie. Ein wirklich beeindruckendes Team. Sie verdienen es, ihren Erfolg angemessen zu feiern. Nach diesem Resultat hat das Team den vierten Platz in der Konstrukteurswertung. Beim nächsten Mal werden die Teams durch die Straßen einer weiteren Stadt rasen. Seien Sie in Baku am Ufer des Kaspischen Meeres dabei, beim großen Preis von Aserbaidschan. Vierter sind wir jetzt in der Konstrukteursmeisterschaft. Das ist ja richtig stark. Verstappen nur den vierten Platz geholt. Leclerc vor Perez, vor Sainz. Verstappen, dann Magnussen, der zwei Plätze jetzt gut gemacht hat. Also ja, stimmt, wir hatten ja gegen... Ich glaube, Bottas war ja noch vor uns, der die Strafe hatte. Der dann jetzt nur auf 8 angekommen ist. Russell, Hamilton, 6 und 7. Alonso holt sich auch 2 Punkte. Gasly, den letzten Zähler, ja. Und für Mick geht es leider mal wieder punktelos aus. So, Kevin geht an Alonso vorbei in der Fahrermeisterschaft. Geht jetzt auch auf Platz 7 nach vorne. Russell ist auch noch nicht ewig weit weg. Ja, und Mick mit den 7 Zählern. Der letzte, der Punkte geholt hat bisher. Echt krass. Da sind so viele Fahrer, die noch gar keine Punkte geholt haben. Ja, tatsächlich, wir sind an... Ah, wir sind punktgleich mit Alpine. Punktgleich, aber wahrscheinlich das... Also, was heißt wahrscheinlich? Wir haben dann das bessere Einzelergebnis. Nice. Schön. Hat jetzt irgendeiner von den Fahrern ein Level-Up bekommen? Ich glaube nicht, ne? $3,7 million. Davon ein bisschen was Abzüge. Das sind Fahrerbonen, ne? Für Kevin, ja. Qualifying-Rang. Zielplatzierung. Glückssträhne, ja, das war das, was wir dreimal am Stück machen mussten. Q2 erreicht, hat auch gepasst. Cool. Dann gibt es neue E-Mails. Charles Leclerc sah die Zielflagge letzten Wochenende bei Monaco Grand Prix als erster von Sergio Perez und Carlos Sainz, die einen Podiumsplatz erzielten. Nach P2 im Qualifying am Samstag war Charles Leclerc in der Lage, die anderen Spitzenreiter zu beflügeln und den begehrten ersten Platz zu erreichen. Der Erfolg von Charles Leclerc an diesem Wochenende macht es möglich, den Vorsprung auf den Zweitplatzierten der Meisterschaft Max Verstappen weiter auszubauen. Momentan führt Charles Leclerc die Fahrerwertung mit dem gesunden Vorsprung von 155 Punkten an. Max Verstappen folgt auf Platz 2 mit 131 Punkten, also 24 Punkte Vorsprung. Sainz auf 3 mit 108 Punkten. Alle reden momentan von Haas, da das Team die Erwartungen aller übertrifft und derzeit in der Konstrukteursmeisterschaft Platz 4 mit 39 Punkten belegt. Ferrari ist jetzt an der Spitze mit 263 Punkten, gefolgt von Red Bull mit 231 Punkten und Mercedes mit 92 Punkten. Trotz einiger mutiger Manöver und enger Rennsituation der schnellsten Fahrer der Welt war es glücklicherweise ein Rennen ohne Ausfälle. Stimmt, sind alle angekommen. Der Vorstand hat sich das Rennen am Circuit de Monaco an diesem Wochenende angesehen und wir wollten dir dazu gratulieren, dass du unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hast.
Es war ein fantastisches Rennen und ein veritables Gütesiegel für dich als Teamchef. Unser Vertrauen in dich als Führungskraft ist ziemlich gestiegen. Leiste weiterhin so erfolgreiche Arbeit. Guten Morgen, Günther. Ich habe unsere Rennstreckendaten anhand von Monaco aktualisiert. Wir sind also strategisch auf dem Laufenden. Außerdem zeigt unsere Telemetrie, dass wir im Bereich Geschwindigkeit, schnelle Kurven bei Auto 1 noch Luft nach oben gegenüber anderen Teams haben. Ja, das ist Auto von Mick, aber da kommt auch bald ein Update. Wir sollten für dieses Attribut ein neues Autoteil entwerfen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Uns ist auch aufgefallen, dass Kevin Magnus im Bereich Abwehr noch Raum für Verbesserung hat. Nö. Hat er perfekt gemanagt. Absolut perfekt gemanagt. Vielleicht sollten wir die Entwicklung in diese Richtung vorantreiben, um einen vielseitigen Fahrer zu bekommen. Ja. Aber er hat tatsächlich nur einen Wert von 65. Dennis Hauger gescoutet. Der hat 70 Zähler. Okay. So, dann würde ich sagen, springen wir nochmal vor. Das ist der zweite Frontflügel. Der ist dann für Mick gedacht. Genau, jetzt haben beide einen guten Frontflügel. Leistungsvorgaben, wir können dann wieder einen Garantieslot festlegen. Qualifying-Rang. Hoppla, dann machen wir wieder. Ja, kommt 13. Und Q2 können wir auch so drin lassen mit einem Fahrer. Rennziele, Zielplatzierung 12, ist denke ich auch in Ordnung. Da haben wir alles. Okay, dann haben wir unsere Ziele gesteckt. Ich kann nichts Neues entwickeln, ich kann nur anfertigen. Ja, das brauchen wir jetzt nicht, wir haben genug Teile, denke ich. Es freut mich, dir mitteilen zu können, dass der Vorstand jetzt großes Vertrauen in deine Führungsqualitäten als Teamchef hat. Unsere Leistung als Team war vorbildlich und wir ermutigen dich, so weiterzumachen. Gut gemacht und gute Arbeit. Ich erwarte doch ein sehr positives Resultat bei deiner Vorstandsprüfung in diesem Zeitraum. 2 Monate. Eine Aufschlüsselung unserer Bewertung findest du in der Zwischenzeit unter dem unten stehenden Link. Rennleistung erfreut. Italien war enttäuscht, aber ansonsten war alles gut. Viele zufrieden. Ziel erfüllt. Und wir haben auch nochmal Kohle bekommen. Wir haben jetzt mittlerweile 19 Millionen hier. Monatliche Autoentwicklung. Wir haben uns im vergangenen Monat angesehen, wie Auto 1 im Vergleich zu anderen Teams auf der Strecke abschneidet. So wie es aussieht, können wir unser Auto im Bereich Geschwindigkeit, schnelle Kurven. Ja, bla 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 bla. Ich weiß, Frontflügel, haben wir doch schon gemacht. Finanzbericht. Hört auch gut aus. Um uns den Finanzbericht einzusehen, klicke bitte auf unten stehenden Link. Mhm. Können wir gerne machen. Genau. Kostenlimit. Haben wir noch genug. Wir haben noch 104 Millionen übrig. Dieses Jahr. Prognostiziert sind 95. Monatsguthaben schaut auch gut aus. Sponsoring haben wir halt genug Sachen, da muss ich nichts Neues aushandeln aktuell. Schon Flügel gefertigt. So, wir könnten aber wahrscheinlich irgendeine Einrichtung jetzt dann noch machen. Jetzt warten wir mal, bis die Fabrik fertig ist. Dringend Unterboden knapp. Naja, wir haben 3 Stück insgesamt. Wir haben noch 3 Stück. Ich schaue noch mal ganz kurz Unterboden. Moment, ich könnte sogar. Moment noch mal. Ach nee, das war der erste. Stimmt. Ja gut, einer wird ohnehin entwickelt. Und für Mick hätten wir jetzt quasi auch noch einen. So. Wir haben noch kein neues Chassis entwickelt. Frontflügel haben alle das Beste. Heckflügel haben alle das Beste. Seitenkästen haben alle das Beste. Wir haben auch noch kein Update. Unterboden ist jetzt upgegradet. Aufhängung ist upgegradet. Getriebe geht ja nichts, aber da müssen wir wieder mal zurück. Ja.
Damit können wir noch das Freitraining fahren, denke ich mal, im nächsten Rennen. ERS lassen wir noch drin. Motor wechseln wir auch wieder. Unterboden, ja, den 1er brauchen wir nicht, den 2er, da haben wir dann einen dritten dann noch. Ich sag mal, wenn einer kaputt geht, das geht schon. Fabrik fertig. Upgrade von Fabrik, der Bau ist abgeschlossen und folgende Einrichtung funktioniert viel besser als zuvor Fabrik. Im Rahmen der Modernisierung wurde auch die Einrichtung renoviert und ist nun in so einem perfekten Zustand wie noch nie zuvor. Ja. Projektkapazität, das heißt, wir können jetzt 3 Projekte machen. Also Fabrik, wenn ihr so mal upgraden wollen würde, wären 11 Millionen. Designzentrum 11,5. Windkanal sind auch 10 Millionen. DFT 10 Millionen. Aufhängungssimulator, der wäre ein bisschen günstiger. Oder das Autoteile-Testzentrum, was bringt das? Test und optimiere aerodynamische Autoteile, um das Know-how deines Teams bei Autoteilen zu verbessern. Mehr Motor... Ach, das ist für die Motorkühlung und Bremskühlungseffekte. Ja, könnten wir dann umwandeln auch in... Also... Ja, würde ja vielleicht sogar Sinn machen. Was macht die Aufhängung? Macht natürlich auf... Bremskühlung 2% und Aufhängung. Ist das aber sinnvoller hier? Ja komm, Autoteile-Testzentrum machen wir mal. Gönnen wir uns mal. Das heißt, ich kann jetzt nochmal was entwickeln. Nee. Genau, nächster Unterboden, der nachproduziert wird, ist in 2 Tagen fertig. Genau, das ist unser Ersatz. Unterboden gefertigt, ja. Getrieben zerstört. Ja, das haben wir ja gerade eingewechselt, das ist schon Absicht. Aserbaidschan, nächstes Rennen. Und auch hier. Steht kurz bevor. Schau dir unsere Sponsorenleistungsvorgaben an und garantiere ihnen vielleicht Leistungen für höhere Belohnungen. Haben wir schon gemacht. Wir haben die besten Autoteile eingebaut, haben wir auch gerade gemacht. Genau, dann kommt beim nächsten Mal somit zwar wieder ein Stadtkurs, aber dann Hochgeschwindigkeitsstrecke. Eigentlich was, das unserem Auto normal entgegenkommt, hätte ich gesagt. Andererseits, ich meine, ein 5. Platz war jetzt schon das Optimum. Besser wird es vorerst nicht mehr werden, glaube ich. Möglicherweise hat aber dann Nick mal wieder eine Chance, in die Punkte zu fahren. 2 Jahre. Den Gary Gannon. Müssen wir vielleicht mal bei Gelegenheit weiter verpflichten. Habe ich denn noch irgendwas? Kann ich noch irgendwas? Scouting-Abteilung könnte ich noch ausbauen. Aber das bringt mir ja halt eigentlich nicht so viel. Rennsimulator? 5 Millionen. Den lasse ich jetzt für das Rennen auch erstmal so für das nächste. Da hätte ich ganz gerne noch ein bisschen mehr auf der hohen Kante. Genau, nee, dann würde ich sagen, nachdem ich jetzt aktuell nichts entwickeln kann. Wann ist denn die nächste Entwicklung fertig? Die nächste Entwicklung ist in 17 Tagen fertig. Seitenkästen. Und die Frontflügelforschung, die ist eben schon für das Jahr 2023 gedacht. Also da werden wir jetzt keinen sofortigen Bonus bekommen. Aber die Seitenkästen, das wird uns wieder was bringen. Genau. Gut, dann... Wie gesagt, Aserbaidschan wird das nächste Rennen sein. Genau, ich könnte bei den Fahrern... Wir haben noch einen Entwicklungspunkt, na also... Machen wir hier Kurvengeschwindigkeit. So. Haben wir bei Kevin auch? Ne, da haben wir leider nichts. Wann kriegt der den nächsten Punkt? 921 Punkten, also das wird wahrscheinlich noch 2 Runden dauern. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen den beiden hier? 74, 74, 75 oben. Ja, okay. Kevin ist halt auf der Gerade und auf den Bremsen
Also, da ist eigentlich in allen Ecken besser, ne? Nur die Reaktion ist jetzt nicht so viel anders. Okay. Gut, dann kommen wir mal so langsam zum Ende. Das hier nochmal unsere Meisterschaften. Das soll es für heute gewesen sein. Das große Monaco-Wochenende ist vorbei. Wir haben wieder Punkte geholt, viele Punkte geholt. Wir haben uns wieder vorgeschoben in der Konstrukteursmeisterschaft. Platz 4 könnte langfristig vielleicht sogar realistisch sein, wenn wir uns weiterhin vor Alpine und vor Alfa Romeo qualifizieren und auch im Rennen bleiben können. Ja, aber zumindest mal Baku wird für Alpine mit Sicherheit ein starkes Rennen werden. Die haben ja auf jeden Fall sehr viel Topspeed normalerweise. Deswegen, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Wir werden uns natürlich nicht kampflos geschlagen geben. Und ja, ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Würde mich freuen. Dann, ich denke mal, Baku wird jetzt auch wieder etwas zeitnäher nach Monaco kommen. Mal sehen, wie ich Zeit habe. Und deswegen, ich hoffe, wir werden nicht mehr so große Fristen bei uns auf dem Kanal haben, dass wir länger warten müssen auf die neuen F1-Manager-Folgen. Deswegen, bleibt doch uns einfach gewogen. Schaut hier nur wieder mal rein. Ansonsten haben wir noch andere Projekte. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt das dann genossen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.